21.08.2016 WTR Sommerfest und wir haben eine Chaka Unscripted Spezialausgabe, Billy. Was machen wir denn heute Schönes? Ja, was machen wir? Erstmal sage ich Moin. Oh, nett. Aus Berlin heute. Was machen wir heute? Wir haben ganz viele Gäste heute vom Multiversum, die dabei sind, uns zu unterstützen, Fragen ausgedacht haben, die wir eigentlich noch nicht gesehen haben, bis auf eine vielleicht. Die werden wir beantworten jetzt. Ihr werdet uns helfen wahrscheinlich dann. Und ja, wir gucken, was auf uns zukommt jetzt gleich. Ja, es ist mehr oder weniger jetzt der zweite Teil. Vorher haben ja schon Sven und Matze ihre berühmt-berüchtigte Time Machine zum Besten gegeben. SummerSlam 92. Ja, soll ja ganz gut gewesen sein. haben wir gestern auch noch geguckt? Ich war ja noch nicht geboren, also... Gestern war es noch immer gut, ja. Ja, das kann sein. Ja. Und danach wurde alles schlecht. Aber wir können ja mal anfangen mit der ersten Frage, oder? Gerne. Relativ zügig Schieß mal einsteigen. Los. Ich deck jetzt mal auf. Und die erste Frage ist von der Cynthia. Und die fragt, und das ist schon mal sehr, sehr interessant, was macht für euch einen gestandenen Mann aus? Ich hoffe, das ist nicht sexuell gemeint. Also wir kriegen die Cynthia jetzt gleich hoffentlich noch ans Mikro. Ja. Dass sie uns mal erzählt, was hier für sie ein gestandener Mann ist. Es wäre mal gut, wenn die vielleicht einer holt. Ich kann ja schon mal sagen, was für mich ein gestandener Mann ausmacht. Ein gestandener Mann übernimmt Verantwortung zum Beispiel, steht zu seinen Taten und sorgt sich um seine Familie, wenn er eine hat. Ja, ich überlege. Finde ich jedenfalls. Ein gestandener Mann. Muss irgendwie Respekt und so ein bisschen, weißt du, wie ich meine, so Respekt haben, der muss in den richtigen Momenten das Richtige tun. Cynthia, wir haben deine Frage, was macht für euch einen gestandenen Mann aus? Und da es ja deine Frage ist, musst du ja erstmal rausknallen, was für dich... Nein, du hast die Frage beantwortet, was für dich ein gestandener Mann ist, hast du für mich gefragt. Ein gestandener Mann. Ein gestandener Mann ist für mich jemand, der Gefühle zeigen kann, der aber auch Härte zeigen kann. Der kompromissbereit ist, der aber auch seine Wünsche, Vorlieben und sowas auch versucht durchzubringen. Der klingt nach mir. Der nicht nur weichpussy-mäßig bei jedem Scheiß rumheult, der auch mal von sich aus erkennt, von wegen, ja, jetzt sollte ich vielleicht mal für meine Frau einfach mal in eine Wäscheschuh legen und einfach mal handeln, weil sie ihren Umgang auf den Sack geht oder sonst was. Von alleine Sachen sehen und erkennen. So wie die also Mädels, Initiative ergreifen. Genau, so wie die Mädels euch die Welt zu Füßen legen wollen. Machen wir noch mal eine Gegenfrage. Was macht eine gestandene Frau aus dann? Eine gestandene Frau? Gar nicht so einfach so eine Frage zu antworten, ne? Das ist wohl richtig. Du kannst ja kurz nachdenken. Also erstmal ist es scheiße ernst. Männer. Ja, weil bei dem Mann eben auch kein Thema. Genau. Solange so eine weibliche Ansätze hat, ist es doch in Ordnung. Ich muss mich ja vorsichtig mit meiner Aussprache jetzt hier, ne? Ja, MSK 18, ja. Da ich das ja nicht so gut kann, tue ich das ein bisschen stottermäßig machen, aber das ist ja kein Problem. Sehen wir ja alle hin. Glaube ich zumindest. Wenn nicht, dann müsst ihr mir helfen. Du kannst auch kurz mal abdenken, dann reden wir erst noch. Was ja, für uns? Bei mir, ich wollte. Ja, ja, du kannst ja mal überlegen, ich wollte mal noch für mich sagen. Also, ich würde jetzt. Ein gestandener Mann ist für mich. Also, ich glaube, ich dürfte noch gar nicht von mir selber behaupten, gestandener Mann zu sein. Ich glaube, wenn du ein gestandener Mann bist, musst du eine gewisse Reife und Weisheit auch mitgebracht haben. Also, Lebenserfahrung, genau. Es ist ja jetzt wirklich so, ich glaube jetzt nicht, wenn ein 20-Jähriger herkommt und sagt, ich bin gestandener Mann, was ich erlebt habe. Leute, da habt ihr gar keine Ahnung, was ich schon alles erreicht habe. Von der Einstellung kann aber auch ein 20-Jähriger gestandener Mann sein. Der muss jetzt nicht unbedingt zwei Weltkriege mitgemacht haben. Ja, nicht unbedingt zwei Weltkriege, aber ich glaube, eine gewisse Erfahrung brauchst du schon. Also, um dir auf jeden Fall eine eigene Meinung zu bilden über gewisse Sachen. Also ich würde jetzt sagen, ich meine, ich studiere noch, ich würde jetzt nicht von mir... Ist also noch kommst du mit dem Arsch nicht an die Wand? Wenn jetzt zu mir jemand sagen, mich fragen würde, würde ich sagen, also so richtig, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin schon so ein richtig gestandener Mann. Das ist auch die Frage, was ist das, ne? Also ist schwierig. Ja, das versuchen wir gerade zu klären, was das die Antwort auf die Frage ist. Hat denn jemand aus dem Plenum noch eine Ansicht zum gestandenen Mann?
Ich finde, mein gestandener Mann ist ein Macher. Sag was, mach was. Genau. Das ist das Einfachste im Endeffekt. Das kann auch schon ein 20-Jähriger haben, das kann auch schon ein 18-Jähriger haben. Ja. Das hat was mit Persönlichkeit zu tun, finde ich. Wie gesagt, sag was, mach was. Wenn du das und das sagst, musst du das und das auch durchziehen. Konsequenz ist auch Holzwege zu Ende zu gehen im Notfall. Das ist meine Meinung dazu. Ich bin da ganz, auch ganz ehrlich. Wenn jetzt halt jemand zu mir herkommt, ich meine, ich habe jetzt auch keinen überragenden Bartwuchs, aber wenn jemand zu mir nach Pieps für die Hörer am zu Hause am Empfänger, das sehen wir heute Leo trägt ein Respect-the-Beard T-Shirt und hat keinen Bart, um die Lacher zu erklären. Das ist meine Absicht. Aber ich würde sagen, wenn jetzt jemand mit Piepstimme herkommt und so, weißt du, und dann erst, egal was der sagt, so richtig, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, Mensch, das ist so richtig gestandenes Mannsbrüder. Ich weiß nicht. Schwierig. Also ja. Das nur über, was man sagt zu dem. Ich meine, du könntest, ohne das jetzt, aber du könntest auch ein bisschen mehr schaffen. Also er ist ziemlich, ziemlich groß und Herr Roman sitzt bei uns. Und hat einen Riesenbart, ne? Und wenn er jetzt, ich glaube, er könnte ein bisschen. Weiß nicht, da würde man eher drauf kommen zu sagen, boah, das ist ein Gestandener. Ja, von der Stimme her würde ich das überhaupt nicht ausmachen, also. Aber ein bisschen, ich finde das spannend. Also ich würde zum Beispiel Mike Tyson niemals sagen, er ist kein gestandener Mann, weil er eine Piepsstimme hat, der würde dich zerreißen. Zu Mike Tyson, wenn wir gerade davon reden, von Respekt und so weiter, ist Mike Tyson ein schwieriges Beispiel. Trotzdem würde ich ihm nicht ins Licht sagen. Ob viele Frauen jetzt sagen würden, Mike Tyson ist ein gestandener Mann, würde ich auch nicht sagen. Macho. Ja, würde ich auch nicht unbedingt sagen. Wollen wir denn auf die gestandene Frau auch noch mal zu sprechen kommen, die ich ja auch in den Raum geworfen habe, die Frage? Oder will der Basti noch was sagen? Ja, möchte er, und zwar... Zum Mann nochmal? Ja, zum Mann. Ja. Weil das jetzt gerade irgendwie so an sowas Optischen wie Bartwuchs und... Du bist auch Nazi. Richtig, genau, ich habe keinen Bartwuchs. Du musst auch bestehen. Ich habe nur so ein bisschen gefisselt am Kinn, aber das macht ja nichts. Schmutz. Wenn du ein gestandener Mann bist, dann weißt du, dass du... einen gewissen, ein, nicht Lebensweisheit verbreiten kannst, aber du kannst zum Beispiel sagen, wenn das jetzt auf das Thema Frau zum Beispiel bezogen ist, dass du weißt, wenn deiner Frau, deiner Partnerin gerade was gegen den Strich geht und dass du es einfach nur erkennen kannst, genau. Ohne dass du sie... Meinst du das jetzt gerade irgendwie, dass du das doof findest? Dass du danach fragen musst, sondern einfach erkennst oder einfach zuvorkommen bist und... wieso läuft die? Mach weiter. Und diesen, ja, Einfühlsamkeit, du musst nicht, ein gestandener Mann macht nicht für mich aus, dass er da steht und ich hab 300 Kilo Arme, nichts gegen Sven. Oder Leo. hast du das gehört? Willi hat gesagt, oder Leo. wollen die nur festhalten. Und ich auch nicht. Das Aussehen als Mann oder auch als Frau eigentlich vollkommen egal ist, sondern einfach, dass du eine gewisse Sensibilität für das... Den Partner. Ja, genau, viel charaktermäßig. Richtig, dass du erkennen kannst, wenn die Frau schlecht drauf ist, wenn die Frau erkennt, dass der Mann schlecht drauf ist. Oder dass du sagst, okay, ich kann erkennen, dass mein Partner dies und jenes gefällt. Und ich es eins zu eins umsetzen kann in Dinge, die ihm dann halt gefallen. Das ist so ein. Ich glaube, das können wir auf Frauen genauso beziehen wie auf Männer. Ja, genau. Hast du ja wieder erklärt. Ich bin nur bei einer Sache ganz ehrlich. Ich glaube nicht, wenn man eine Untersuchung machen würde, würde, glaube ich, rauskommen, dass trotzdem, auch wenn wir jetzt alle Charakter und wie man mit umgeht, dass das Aussehen, das will ich nur meine Ansicht, dass das Aussehen trotzdem unterbewusst auf jeden Fall mit reinspielt. Also ich glaube nicht. Nee, natürlich. Glaube ich auch. Ja. Auf jeden Fall. Bei dem ersten Gedanken, du hast es immer irgendwo im Hintergrund. Ob der jetzt gestanden ist, wenn da so ein Prangel vor dir steht? Ja, aber wie Leo, wie hat denn das dann bei dir mit deiner Freundin geklappt? Das wollen wir heute mal nicht klären. Und außerdem, das haben wir gestern Abend schon geklärt. Außerdem ist ja die Frage, ob man da dafür unbedingt ein gestandenes Mannsbild sein muss. Deswegen sage ich, es ist nicht 100% wichtig, wie man aussieht, sondern einfach, was für ein Charakter dahinter steht. Ja klar, aber wenn wir jetzt vom gestandenen Mannsbild reden, glaube ich schon. Also ich glaube, das reinspielt auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir drehen uns langsam im Kreis bei der Frage. Ich würde gerne eine andere Frage nehmen. Leo, was kommt als nächstes? Erstmal danke, Cynthia, für die Frage. Danke, Cynthia. Ein Applaus, Cynthia. Glorious! Und einmal die nächste Frage, bitte. Uli. Kannst du mir eine Kugel haben? Du, Willi, lies doch mal vor. Also, die Frage kommt vom Alex und die kann ich leider nicht selbst beantworten. Deswegen darf er gleich selbst sprechen. Warum? Was heißt das denn? Das kann er auch nicht schreiben. Warum Ibushi einfach nur großartig ist, wahrscheinlich. Warum Kota Ibushi einfach nur großartig ist? Ist er ja nicht.
Das darf gerne Alex selbst beantworten, ich halte mich da raus. Bitte. Genau, Alex, betone nochmal, warum er großartig ist. Jetzt bin ich gespannt. Also zum einen, wie das Thema aufgekommen ist, lag an dem letzten CBC-Podcast von Herrn Röger und dann Herrn Schwarz, der ziemlich harsch gegen die Buschi war. Da musste ich mal einschreiben. Ich persönlich beantworte die jetzt mal so. Die Buschi ist für mich großartig, weil er halt mehrere Stile fahren kann. Er kann das Mat Wrestling, er ist für den besten Striker im Business, er kann High Fly und er kann mit jedem Wrestler auf dem Planeten ein cooles Match worken. Sogar mit der scheiß Gummipuppe kann er das. Außerdem ist er wirklich sehr charismatisch, auch wenn es anderen genau das Gegenteil sehen. Aber das ist ja immer wie man es. Lass ihn ruhig aussprechen erstmal. Aber ich finde, er hat einfach ein Babyface. Wenn du ihn siehst, er hat ein typisches Babyface. Und er hat in den letzten 10 Jahren bewiesen, wie gut er ist. Er hat Top-Matches gegen Nakamura vor allem, das wird immer wieder als Beispiel rangezogen, weil das mit ihm in 8, glaube ich, war's, gemacht, war 5 Standard-Ding auf jeden Fall. Auch im Tag-Team mit Kenny Omega damals als Golden Lovers, hat auch gesagt, dass im Tag-Team sehr stark ist. Und daher ist für mich ein Ibushi vielleicht nicht der beste Wrestler auf dem Planeten, aber so schlecht, wie er dargestellt worden ist im Podcast, ist er definitiv nicht. Ich halte mich da raus. Ibushi ist jetzt nicht mein großer Favorit, aber auch nicht, dass ich ihn nicht mag oder so. Ich kann wenig zu Ibushi sagen. Möchte jemand vielleicht, wenn Leo noch oder einer in der Runde vielleicht, dass vielleicht auch ein Gegenpart mal zu hören ist? Der Basti möchte vielleicht. Der Basti ist da der Gegenpart, ja. Also, mal als unmittelbar Beteiligter und gerade kritisiert habe ich ihn. Ja, ich danke fürs Mitleid, dass ich jetzt über Ibushi reden muss. Danke. Nein, also. Nein, also was zu kritisieren war, wir haben ja nicht kritisiert, dass sein Wrestling-Stil nicht gut wäre, sondern wir haben kritisiert, dass dieser Mann vor allem wurde er beim Cruiserweight Classic dafür von uns kritisiert, was für Aussagen er im Vorfeld getätigt hat, dass er im Grunde genommen ja eigentlich nur ego-bezogen ist und dass ihm das alles scheißegal ist und er der wichtigste Mensch auf diesem Planeten ist. Und also ist er nur wegen der Aussage nicht großartig? Weil Ich war ja noch nicht fertig. Also, dann kommt dazu, wir haben ja in diesem ersten nur das Match besprochen gegen wen war das? Also ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt unbedingt so Genau, Shawn Maluta war das Match. Und zu kritisieren an diesem Match war, dass Ibushi gesellt hat wie ein Vorschüler. Und das musst du auch zugeben. Heißt das eher nicht oder eher wie Shawn Michaels? So eine Mischung aus Shawn Michaels und Dolph Ziggler. Okay. Also kann man sich ungefähr vorstellen, was wir machen. Dass er die Moves, die er hätte größer sellen müssen, gesellt hat. Und die kleinen, und die kleinen voll Moves voll hardcore Brett mit Überschlägen gesellt hat. Und das macht Ibushi schon seitdem er wrestelt. Das hat er bei DDT gemacht. Das macht aber auch einen Dolph Ziggler. Ja, deswegen kritisiere ich zum Beispiel ich persönlich auch einen Dolph Ziggler dafür. Und der darf heute Abend um Titel kämpfen. Also. Ja, und deswegen sage ich auch, Dolph Ziggler ist da vollkommen fehlplatziert. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Und deswegen kritisiere ich das als meine persönliche Meinung, auch natürlich bei einem Kota Ibushi. Und das Match gegen Shinsuke Nakamura war großartig, da sage ich auch überhaupt nichts dagegen. Ich spreche diesem Mann ja nicht seine wrestlerischen Qualitäten ab, was ja auch Mats zum Beispiel gesagt hat, sondern einfach dieses etwas zu übertriebene und etwas zu selbstbezogene Wrestling-Stil, der erstmal, okay, ich verkaufe jetzt Kota Ibushi und danach kommt irgendwann nach viel Nichts mein Gegner. Darum geht es, dass er wirklich nicht produktiv für das Produkt das Gesamtmatch bewirbt, sondern einfach nur Kota Ibushi verkauft. Also Ibushi ist jetzt nicht so ein großes Thema an dem Tisch, deswegen lassen wir Alex noch mal kurz antworten und dann gehen wir zur nächsten Frage über, würde ich sagen. Weil die Chance muss auf jeden Fall haben. Zum einen möchte ich noch eine Aussage noch kritisieren. Du hast Ibushi wirklich, wenn er zur WWE gehen sollte, wird er der neue Sin Cara, der Original Sin Cara, der Botched Sin Cara. Wo ich sage, nein. Eben deep mind. Und das Match gegen Cedric Alexander in der zweiten Runde hat gezeigt, dass er zwar auch wieder am Oberstring dabei war, aber es war deutlich besser als im Match 1. Und wenn Ibushi, ich gehe davon aus, der hat wahrscheinlich auch Kritik bekommen für Selling. Aber das Match war großartig. Also von beiden Seiten, natürlich immer auch
der Gegner dazu, mach aber das Match war großartig. Gib's zu. Ich sag noch, er hat mich gerade angesprochen. Nee. Ich sag noch einen Satz dazu, den der Matze gestern zu mir gesagt hat. Der Ibushi ist noch so grün hinter den Ohren wie seine Hose. Das hat der Matze. Da hat er grün getragen. Nein. Doch. Hat man grün getragen? Nein. Schwarz. Wir müssen uns über Modezeit unterhalten. Jetzt. Danke, Alex, erstmal an die Frage. Wir lassen das Thema erstmal. Ihr könnt gerne noch mal diskutieren. Wir wollen ja. Nein, was? Wir diskutieren das jetzt privat. Genau. Dann ist also grün mit seine Blau-Weiße. Ja, grün und blau. Wir machen mit der nächsten Frage weiter. Leo, was ist die nächste Frage? Das ist unfassbar interessant, weil wir eigentlich fast im gleichen Bereich sind. SummerSlam 2005. HBK gegen Hogan. Selling, Overselling, No-Selling als Thema. Jetzt muss der Stefan mal kurz an den Tisch kommen und uns mal erklären, weil da waren wir ja gerade quasi schon ein bisschen. Was war jetzt die Frage? Was damit gemeint? Genau, der Stefan kommt gerade und erklärt mal kurz seine Frage. Also, was mir geht, es wird ja an den Ziggler sehr viel Schlechtes erzählt oder entweder gebasht. Dann ist für mich die Frage, Selling, No Selling, Overselling. Was gefällt euch besser? Weil das Beispiel Hogan und HBK, da wo eigentlich HBK mit Absicht overgesellt hat und dann Hogan so schlecht dargestellt hat, wie es eigentlich nur Shawn Michaels und anderen schlecht darstellen kann. Ja. Weil Hogan einfach nicht, wie soll ich sagen, nicht, kein Teamplayer war in dem Sinn und sie nicht hinlegen wollte. Und ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Road Warrior Hawk, der wo zum Beispiel Piledriver no gesellt hat, gleich wieder aufgestanden ist. Meine Meinung ist halt, was hältst du von No-Selling, Overselling? Was findest du schlimmer, Overselling, No-Selling? Weil meine persönliche Meinung ist, wenn jemand oversellt, ist es für mich immer noch besser, als wenn er no-sellt. Weil das arbeitet oder zerstört das ganze Produkt. Ja, also in der Regel würde ich mach mal ganz kurz, in der Regel würde ich immer sagen, dass Overselling zum Beispiel immer besser ist als No-Selling, weil sonst brauche ich mich angucken, dann ist die Illusion weg, dann lasse ich es halt. Ne? Das Match HBK gegen Hogan ist im Nachhinein gerade deshalb sehr interessant und kultig, weil er eben sogar reagiert hat. An dem Datum hätte ich es live gesehen, ich habe sogar live gesehen wahrscheinlich, aber an dem Abend habe ich wahrscheinlich, fand ich wahrscheinlich von HBK nicht so gut, weil es auch in dem Moment dann die Illusion kaputt macht, weil es sehr, sehr übertrieben war mit 3-4 Rollen und so weiter und so fort. Das war sehr, sehr schlimm. Alle, die nicht da sind, der Tisch nickt. ich finde es aber zum Beispiel, wenn Ziggler das macht, ich sehe Ziggler gerne. Ich habe auch Ibushi gegen Cedric Alexander, haben wir gestern noch geguckt, zufälligerweise. Da waren auch ein paar Aktionen bei, wo er overgestellt hat. Es ist eine Frage der wie sagt man? Der Dosierung. Der Dosierung ist eine Frage. Fremdwort. Würde ich gerne sagen. Leo? Ja, ich melde mich auch noch kurz dazu. Ich bin der ähnlichen Meinung. Also ich bin auch Ziggler-Guy, ich mag das. Ich finde auch Overselling. Wir wissen, dass du Ziggler magst, Leo. Ja, ich glaube. Ja, wenn es jetzt noch mehr die Runde macht, wird das echt schlimm, ne? Ich finde Overselling bis zu einem bestimmten Grad auch ganz cool. Also jeder hier im Raum und auch die meisten, die uns hören, wissen ja, dass das Wrestling ich jetzt unbedingt die Schläge so brutal sind. Nein. Und ich habe gesagt, nicht so brutal. Ich habe nicht gesagt. Komm mal hoch. Und wenn jetzt, ich finde jetzt No-Selling ist halt am schlimmsten, weil ich meine, wenn der zuschlägt und der macht nichts, find ich definitiv am schlimmsten. Overselling, Wrestling ist in einem bestimmten Bereich immer ein bisschen übertrieben. Ist es. Ist es in einem bestimmten Bereich immer. Brauchst mir nicht erzählen, dass du selbst bei normalen Matches bei einer Clothesline, dass die Leute da einen Überschlag machen. Und so. Wir lassen mal Roma noch kurz was sagen. Wieso? Achso, ich dachte, ich bin so ab. Nee, gleich. Okay. Und drum würde ich prinzipiell immer sagen, dass für mich Overselling auf jeden Fall deutlich besser ist und ich es manchmal sogar gern sehe. Ich finde das Hogan HBK Match sogar kultig halt. Also, ich finde es ist halt auf einer gewissen Weise, wenn jemand no-sellt, unfassbar unprofessionell und arrogant. Aber, ja. Naja, Overselling kann es genauso sein. Ne? Jetzt sagt Roman. Genau. Ich gehe da eigentlich in eine komplett andere Schiene. Gerade wenn wir Road Warrior Hawk angesprochen haben, habe ich dieses No-Selling des Piledrivers, okay, ich war ein kleiner Steppke, habe ich das immer irgendwie, das hat irgendwie zu ihm gehört.
Das hat irgendwie dargestellt, dass er krass ist und etc. pp. Das habe ich so nicht gesehen. Kann ich verstehen. Währenddessen ich es viel schlimmer finde, wenn sich denn einer nach einer einfachen Aktion fünfmal überschlägt, weil das Ganze karikiert. Das ist halt Dosierungssache, haben wir ja gerade gesagt. Genau. Also muss ein Mittelweg finden. Finde ich aber einfach viel schlimmer, weil es das Ganze unglaublich ins Lächerliche zieht. Das ist okay, wenn man so ein... Weißt du, ich komme no selling doch auch, ne? Also wenn da einer eine mega Aktion macht und der tut so, als wäre nichts gewesen. Haben wir auch bei Cena, ritt eine Aktion ab, steht auf und beendet das Match auf einmal. Dann sagt auch jeder, komm. So, und da gehen die Meinungen auch auseinander. Also. Was du gerade angesprochen hast, was ich noch ganz interessant finde, ist no selling und overselling als Charakter bzw. Eigenschaft. Wie du gesagt hast, der hat das immer gemacht und für dich war das dann so. Nimm doch mal Hogan, wenn er seine Schläge eingesteckt hat. Und dann ich wollte es gerade erwähnen. Oder Warrior. Ich wollte es gerade erwähnen. Das Abhalten ist ja auch eine Art No-Selling überhaupt. Ja. War ein gutes Beispiel, habe ich auch gerade im Kopf gehabt. Aber ich glaube, Uli wollte auch was sagen dazu. Genau, ich muss sagen, ich finde Overselling deutlich schlimmer als No-Selling. Du hast ja zum Beispiel auch in Japan ganz viel, wo relativ wenig gesellt wird. Das zeigt ja eigentlich, was für harte Typen, oder soll jetzt zumindest zeigen, was für harte Typen das sind. Und die sind ja alle nicht besonders gut. Also kommt auch das Publikum noch an, wahrscheinlich kommt auch, dann, ne? Also zum Beispiel, wenn du jetzt, wenn ich gerade ein gutes Beispiel ist. Philadelphia. Ja gut. Es ist eigentlich fast egal, wen du nimmst. Shinsuke Nakamura in Japan ist. Das ist ja auch so, der kriegt dann irgendwie fünfmal gechoppt. Du siehst schon richtig, dass er mit Brust drückt, aber groß gesellt wird dann nicht. Du siehst zwar, es tut ihm weh, aber jetzt. Ja, was ist der Stil da, der gefahren wird? Das gehört dazu. Man wollte mir doch nicht erzählen, dass das arrogant ist oder die Illusion kaputt macht an der Stelle. Kommt drauf an. Also wenn ich es zum ersten Mal sehe, würde ich es genau nicht gut finden wahrscheinlich. Ja, wenn du das WWE-Produkt hast und so plötzlich ist da einer dabei, der komplett no-sellt oder einer oversellt, ja, ist es immer Das meine ich, aber tun das ja alle. Also es ist nicht nur einer, das sind sie ja alle durch die Bank einmal. Ja. Stefan, ist die Frage beantwortet erstmal für dich? Wollte Alex noch was sagen? Noch ganz kurz, wir hatten es eigentlich schon. Nochmal zum Thema No-Selling würde ich sagen, in der WWE funktioniert es nicht, eigentlich gar nicht, aber vor allem in Japan haben die in ihren Matches einfach diese Match-Story drin, einfach zwei harte Typen, die sich dermaßen die Fresse halt auf gut Deutsch einschlagen und der härtere zieht einfach durch und die geben mit auf und deswegen setzen in Japan das No-Selling einfach deutlich besser eingesetzt und es sieht auch nicht übertrieben aus, weil am Ende denkt man einfach, krass, die sind harte Kerle, die geben sich so richtig und der Schwäche da einfach aufgibt. Und da ist das No-Selling, finde ich, sehr gut immer eingesetzt. Aber im WWE-Produkt würde es so nur zum Teil funktionieren bei gewissen Charakteren. Ja, das Publikum ist einfach völlig anders. Ja, also. Das ist so wie wir Japaner sowieso sowas gewohnt, diesen stiffen Stil einfach, wenn ein Ishii gegen einen Makabe antritt und die sich gegenseitig halt totschlagen. Ja. Und das zählt fast niemand. Da gibt es einen Dragon Suplex auf die Ringmatte, auf die Ringkante. Und die Sand ist teilweise überhaupt nicht. Einfach um zu zeigen, wir sind die härtesten Wrestler im Business. Musst du ja auch ehrlich sagen, dass natürlich das amerikanische Publikum. Das Entertainment und das Overselling halt schon recht gern hat. Das ganze Beispiel ist halt in Japan einfach der PWG-Stil, wo einfach nichts gesellt wird. Und das zieht halt dieses Selling oder dieses Nicht-Selling einfach komplett in den Dreck. Und deswegen, das ist ja halt auch sowas, was, um das mal kurz einzuwerfen, PWG, das kann man sich gerne mal angucken. Da habe ich auch nichts gegen. Ich gucke auch mal ganz gerne mal eine PWG-Show, wo man wirklich sich mal sein Gehirn ausschaltet und einfach auf Durchzug schaltet und sich das einfach anguckt, wie sie sich Aktion, Aktion, Aktion in die Fresse hauen. Aber das könnte ich mir nicht eine ganze Woche angucken. Das wäre auch schlimm, eine ganze Woche PWG wäre für mich auch schlimm. Ja, ich kann das auch nicht. Wenn ich mir 3 Tage Bowler, also Battle of Los Angeles angucke, dann habe ich erstmal mindestens einen Monat genug von Wrestling. Da bin ich ganz ehrlich, ich gucke mir das sehr gerne an, das Bowler, weil es halt eines der wichtigsten Turniere auf der Welt ist. Aber ich kann es nicht am Stück gucken. Das geht nicht. Ich mache da Pausen wirklich von teilweise einer Woche dazwischen, bis ich mir Tag 2 und Tag 3 angucke, weil ich sonst einfach reizüberflutet bin. Und deswegen, um jetzt nochmal die Brücke zurückzuschlagen zu einem Ibushi. Ganz kurz, aber nur Ibushi, bitte. Ganz kurz nur. Ganz kurz. Der ganz, ganz kurz. Diese Dosierung Danke. Einfach nicht findet. Zwischen wann sell ich over und wann mache ich einfach no selling. Das kriegt Ibushi in dem amerikanischen Stil einfach nicht hin. Er sellt Aktionen, die einfach eigentlich nach gar nichts sein könnten, wenn du es in Japan nimmst. Das in Japan nimmst du es, in Japan sagst du, okay, da no-sellen die das einfach, weil es einfach krass ist, weil sie einfach nur harte Typen sind, die auf die Fresse hauen. Aber in Amerika kriegt er diese Dosierung nicht hin, zu sagen, okay, das wäre jetzt eine unheimliche harte Aktion für den amerikanischen Markt und
oversellt diese Aktion einfach nur ins Lächerliche. Und macht es aber dann andersrum wieder genau falsch. Also es ist einfach, deswegen... Stefan, du hast das letzte Wort zu deinem... Wir lassen jetzt Stefan nochmal sagen. Frag mal an von Stefan, oder möchtest du noch was ergänzen? Ja, die Frage ist eigentlich beantwortet. Das kann ja jeder für sich selber ausmachen. Also wie gesagt, meine persönliche Meinung, lieber habe ich jemanden, der wo oversellt, also nicht zu krass, ja. Sondern wie zum Beispiel ein Rikishi, der bei Clothesline die Umdrehung macht. Das ist, wie er jung war, Wrestling schaut, das war einfach so eine Aktion, einfach brutal, ja, ja. Weil es einfach keiner gemacht hat. Und andererseits, wie Shawn Michaels, das war halt noch ein sinnloses Overselling in dem Sinne. Ob Sinn macht oder nicht Sinn macht, wie gesagt, muss jeder für sich irgendwie selber dann entscheiden. Wie gesagt, ist No-Selling schlimmer. Auch wenn er beim Overselling der Gegner lächerlich gemacht wird, eher oder weniger. Das Ding ist No-Selling schadet dem ganzen Wrestling und Overselling schadet eigentlich bloß die Gegner. Ja. Meine Meinung. Danke, Stefan. So, Leo, hast du noch eine tolle Frage für uns? Jetzt habe ich wirklich eine tolle Frage, weil ich persönlich mal ganz froh bin, dass wir ein bisschen in den weiteren Bereich gehen. Da haben wir nämlich die Frage vom Thomas, die wir versuchen werden, in einer Viertelstunde, 10 Minuten kompakt zu beantworten. Nämlich der Terrorismus Deutschland und weltweit. Habt ihr Angst und schränkt ihr euch bereits ein? Da kann der Thomas erstmal selber was zu sagen. Genau, erstes Wort selber dazu sagen. Bitte, Thomas. Ja, also ich bin halt dann auf das Thema aufgekommen, weil jetzt halt hier von mehr oder weniger ländlicher Gegend erst einmal nach Berlin und dann jeder so, oh, will ich es wirklich machen und hin und her und komm, bitte, werd nicht erschossen. Woher kommst du denn? Welche Region? Also, nur grob so. Baden-Württemberg, okay. Aber ziemlich aus der ländlichen Gegend. Okay. Also, bei uns ist die größere Stadt so, also 20.000 Einwohner ungefähr, okay. Ja. Das ist aber schon weiter weg. Also, und auch so mit Social Media und so, wie ihr das dann findet, so, wenn da jeder sein Profilbild ändert in Pray for Little, wo es halt gerade mal wieder geknallt hat. Und ja, was. Wie oder ob ihr schon euch Gedanken drüber gemacht habt, ey, ja, habt ihr schon mal gesagt, nee, da gehe ich jetzt nicht hin, weil da habe ich Angst davor. Oder seid ihr vielleicht sogar Unterstützer vom Terror? Ich weiß es ja nicht. Oder findet ihr das gut, wenn mal irgendeine Randgruppe einfach mal weggeknallt wird oder so? Ich weiß es ja nicht. Das hoffe ich zwar nicht, aber es könnte ja durchaus sein. Und ja, weiterhin halt zum Beispiel auch Marcel mit seiner Story da, ich weiß nicht, wie weit er das mitgekriegt hat mit der Bahn und so weiter. Und ja, also von dem her einfach mal so grob. Also ich meine, das Thema wird ja unfassbar viel diskutiert und wurde auch bei mir daheim schon viel diskutiert. Ich kann dazu nur zum Beispiel die Tagesschau-Facebook-Seite hat ja ganz gute Sachen dazu gebracht, dass halt im Moment so wenig Menschen an Terrorismus sterben wie in den letzten 50 Jahren nicht. Wenn du es in 10er Schritten siehst, sterben im Moment so wenig Menschen an Terrorismus wie in den letzten 50, 60 Jahren nicht. Und das sagt ja schon viel aus. Ganz, ganz viel Terrorismus ist Medienhetze. Da ist so viel dabei heutzutage. Da ist der Amoklauf in München. Du hast nur noch, dein Facebook ist zu von Breaking, Breaking News, Breaking News, Breaking News. Da ist das, das ist das. Und dann schürst du so eine Angst und triffst eigentlich, was der Terrorismus ja will. Terrorismus will ja nicht in erster Linie Menschen umbringen, Terrorismus will Angst schüren. Und genau das erreichen sie, wenn wir anfangen, hier irgendwie Angst zu haben. Und deswegen, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich mich niemals im Leben einschränken. Also niemals. Ich denk da gar nicht drüber nach. Das ist auch wieder das klassische Beispiel. Amoklauf in München, vor 2 Wochen jede Schlagzeile. Was können wir tun? Was machen wir? Und jetzt? Also, ich will da jetzt keinem zu nahe treten, aber jetzt ist es wieder mehr oder weniger so, ach ja, jetzt war da mal, ist ja schon 2 Wochen jetzt, ach ja, hier, Deutsch, Olympia, ne, Olympia. Olympia rettet die Stimmung. Und, ich glaube, also, Terrorismus wirst du nie, kannst du gar nicht verhindern, aber ich glaube auch nicht, dass wir uns jetzt in einem Zeitalter bewegen werden, wo Terrorismus normal wird. Also, ich drum
das ist mein ganz klares Ding dazu, dass ich mich da nie einschränken oder nie, aber das sind eigentlich auch alle in meinem Umfeld so, also ich hatte das jetzt nicht, meine Freundin hat nur generell Angst, wenn ich in Großstädten bin, aber das hat jetzt nichts mit Terrorismus zu tun. Was hast du gesagt? Der Kleine wird ausgeraubt, ist auf die Unterhose und er steht allein am Bahnhof. Und, aber ansonsten würde ich jetzt nie, oh, ich bin jetzt in der Großstadt, weil es ist wahrscheinlicher, dass du in Bayern von einer Kuh zertrampelt wirst, als dass du von irgendeinem Terroristen wirst. Das sehen die in Bayern anders. Das sehen die anders. Willi, du? Ich schließe mich dir an. Ich habe, um die Antwort anzuordnen, ich habe keine Angst vor Terrorismus. Es kann überall passieren. Ich kann sowieso nicht vorsorgen, ob mir was passiert oder nicht. Ich kann am Bahnhof, kann nicht mir was hochgehen, ich kann immer vom Auto überfahren werden. Also, wenn wir alle Angst haben würden und Menschenmassen meiden würden, was ich sowieso meide, weil ich das nicht mag, aber wenn wir alle darauf verzichten würden, würden wir uns einschränken und dann würde das Leben nicht mehr lebenswert sein auf eine gewisse Art und deswegen würde ich mich deshalb nie einschränken. Und es ist halt, Leo hat gesagt, es gab noch nie so wenig Opfer durch Terrorismus wie zur Zeit. Das Medieninteresse ist einfach so groß und so Social Media haben wir so viele Chancen zu berichten, noch und nöcher, dass es einfach mehr vorkommt. Genau wie als Beispiel Vergewaltigung oder sowas, keine Ahnung, wurde früher nichts mehr berichtet, jetzt wird es nur noch berichtet. Deswegen kommt es auch mehr vor, ganz einfach. Und wie gesagt, ich habe bisher keine Ahnung, um die Frage zu beantworten. Weitere Meldungen aus dem Plenum. Das ist aber gut jetzt. Möchte noch jemand zum Terrorismus was sagen? Genau der. Der Alex möchte nochmal. Wie heißt alte Bayreuther? Die Muschi lassen wir raus. Raus, Matze. Matze, weg schon. Raus, weg. Abgehandelt. Ich überhöre jetzt mal diese sinnvollen Kommentare. Oh. Meiner Podcast-Kommentare. Ich möchte nochmal kurz, weil der Leo ihm auch gesagt hat, ich schließe ihm noch kurz an, meine Freundin von mir, die war vor 3 Wochen noch in München auf einem Rihanna-Konzert und die hat sich auch ziemlich Sorgen gemacht, Anschläge etc. Auch bei Rihanna selbst, die hat vorm Konzert nochmal ihr Hotel gewechselt aus Angst vor Terrorismus. Aber ich, die Erklärung war meine Meinung gesagt, egal wo du hingehst, es kann überall was passieren. Es nützt dir rein gar nicht, sich irgendwo einzuschränken. Du kannst im Hotelzimmer hochgehen, auch wenn es krass klingt, aber es kann passieren. Du kannst aus dem Haus gehen, vor deiner Haustür kannst hochgehen. Es kann dir am Busbahnhof kann ich Ding hochgehen. Es bringt dir gar nichts. Genieß es einfach. Wenn was passieren sollte, du kannst es sowieso nicht ändern. Also schränk dich nicht ein. Das ist meine Meinung. Also ist der Ton neuer gleich mit dem, was wir gesagt haben. Leo, da geht ganz schön dazu. Thomas? Frage beantwortet für dich? Ich dazu was sagen. Ich kann dir nur den Rat geben, schränk dich nicht ein und lass dich von keinem da rein. Du bist ja auch in Berlin, oder? Sonst wärst du ja nicht in Berlin. Hier wird gerade ein bisschen Easy Dump. Wir gucken nebenbei was Altes vom Network. Ja, ich bin auch der Meinung, dass... Das hatte ich auch noch in der Hinterhand. Du kannst aus der Haustür laufen, du kannst überfahren werden. Also, da brauchst du gar nichts mehr machen, dann kannst du dich daheim einschließen. Genau, und da haben wir ja alle keine Lust drauf. Leo, hast du denn noch eine andere Frage? Na klar, Willibald, habe ich noch eine weitere Frage für dich. Leonie. Oh, zwei Zettel. Zwei die Zettel. Hintere, die ist besonders wichtig. So, die hintere, die vordere nehmen wir nicht. Oder? Wieso, ist das wieder was von den Büschen? Nee, es ist was über Leo. Wir gucken mal, wer gefragt hat. Der Sebastian hat gefragt. Oh, wir reden über Hip-Hop. So, Sebastian, ja. Was willst du denn über Hip-Hop reden? Ich habe von Hip-Hop genauso viel Ahnung wie... Wahrscheinlich. Was ist denn deine Frage zu Hip-Hop? Nein. Sorry. Das bezog sich jetzt einfach nur darauf, weil ich jetzt noch nicht mehr im Vorfeld so viel Gedanken gemacht habe. Ich wollte nur irgendwie Leo in die Bredouille bringen, eigentlich dadurch. Aber dann wurde mir gesagt, wir dürfen nur FSK 18 Fragen stellen. Deswegen, und deswegen, weil wir uns vorhin so ein bisschen angemächlich über Trash-Hip-Hop unterhalten haben, Trailer Park, Alligator etc., dachte ich so, wir reden einfach mal so ein bisschen locker flockig über das Thema, einfach nur so von der Leber weg, dass man sagt, was wir vorhin irgendwie so auch angeklungen haben, dass diese Hip-Hop-Kultur in Deutschland irgendwie zweigleisig fährt. Zum einen hast du diesen Spaß-Hip-Hop, den verbreiten halt so Leute wie Alligator, Trailer Park, von mir aus auch Deichkind. Battleboy Basti. Richtig.
und ist das, einfach mal was anzureden. Oder auch zum Beispiel Hip-Hop, reiner Hip-Hop, definiert man Trailer Park unter Hip-Hop? Hip-Hop, also, Hip-Hop gehört ja breit gefächert. Trip-Hop gehört Sprayen zum Beispiel, Rap, DJing, Graffiti, das gehört alles dazu. Genau. Rap ist ein Teil der Hip-Hop-Produktion, natürlich. Oder auch was Willi, was ja auch Willi ziemlich cool findet, glaube ich, genauso wie ich, ist wie Rap am Mittwoch und solche Sachen. Das ist aber purer Battle-Rap. Das ist Battle-Rap eigentlich auch was zu tun, natürlich, aber ich möchte Rapper Mittwoch und Detailly und so weiter und so fort ganz weit vom Trash-Hip-Hop wegschieben, mal gerade so. Ja, genau, deswegen. Aber zum Beispiel, was wir jetzt als Trash-Hip-Hop sozusagen oder Clown-Hip-Hop, ist ja sowas wie Alligator, Trailer Park, was wir heute aktuell haben. Und früher Tobi und Bo zum Beispiel. Richtig. Einfach lustigen Hip-Hop machen. Genau, einfach ein bisschen Spaß dabei haben. Was wir halt heutzutage eine ganze Zeit lang hatten, halt, dass es nur irgendwie immer, ich fick deine Mutter und Hurensohn und was so. Was war eine Berechtigung im Battle-Rap hat sowas? Hat eine Berechtigung im Battle-Rap, aber meiner Meinung nach keine Berechtigung im breitmassigen, irgendwie so, was man irgendwie denkt, irgendwie Bushido und Mach weiter. Sind der letzte Scheiß. Da können wir jetzt natürlich nicht hier. Shawn Michaels redet und es läuft die Musik von Nakamura. Es ist gerade irgendwie Illuminatenkonzert. Glorious. Es ist einfach nur glorious. Wir bleiben jetzt beim Thema. Genau. Thema. Und das da hinten ist nicht mal Hip-Hop. Matze Schwarz, können Sie mal kurz gucken, ob man das mal leise machen kann vielleicht? Dass wir uns hören können. Ja, wir reden einfach weiter. Und das Ding ist einfach, ich wollte mal hören, weil wir halt raus sind. Jetzt gar nicht weiter. Genießen wir Nakamura. Wir darüber gequatscht haben, dass mittlerweile das solltet ihr gerade in Deutschland so eine neue Hip-Hop-Kultur wieder einzieht. Ja. Von der, so die der 90er wieder so ein bisschen zurückkommt. Vielleicht ein bisschen extremer in der Wortwahl. Als zum Beispiel Beginner oder halt Tobi Toe und das Bo und solche Leute. Oder früher gab es diese. Richtig? Die dann halt so ein bisschen, ja, in Anführungszeichen so ein bisschen die leichte Schiene gefahren sind. Heute hast du ja wirklich fäkal. Es geht ja wirklich um. Ne? Es kommt doch an, was. Um harte Themen. Wie gesagt, es gibt verschiedene Hip-Hop-Richtungen in Deutschland. Und es gibt ja, also ich weiß, ihr wollt einfach nochmal hören, vielleicht ist es auch eher eine Frage eher für dich. Scheinbar Leo interessiert sich ja einfach gerade gar nicht dafür. Nein, Leo hat gar nicht zuhören. Weil Leo irgendwie anderen Leuten zuhört und Frage, die an ihn gerichtet ist, einfach zu beantworten. Wieso? Ich sag's dir wirklich ehrlich, ich habe nicht mal eine Ahnung, was zu Hip-Hop gehört. Ich hör Trailer Park KIZ unglaublich gern. Ich habe immer gedacht, dass diese Hopper-Bewegung, also so mit 16 und so 15 wollten bei uns alle mal Hopper sein und hatten die Hosen irgendwie an der Kniekehle und haben sich mit ihren Caps gefühlt, dass sie die Geister sind. Aber ich habe immer gedacht, Hip-Hop ist mehr so 50 Cent und so richtig. Das ist Rap. Also ich bin, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich kenne mich in Musik null aus. Das ist sogar Gangster-Rap. Wenn ich jetzt irgendwas erzählen würde, ich finde die Texte von Trailer Park KIZ und so finde ich genial. Ja. Da ich kenne, ich höre es gern, deswegen, aber ich habe von Hip-Hop wenn null Ahnung. Wenn du willst, null. Im Grunde genommen ist Bushido 50 Cent in Deutsch übersetzt. Ganz schlecht. Naja. Schlecht übersetzt. Schlecht, aber 50 Cent ist auch nicht das Maß aller Dinge, sagen wir es mal so. Ja. Aber Thomas wollte auch was zu sagen, glaube ich. Ja. Da merkt man sofort, wer sich auskennt. So, ne? Ja, also Hip-Hop an sich ist ja nicht nur die Musik. Hip-Hop ist die Kultur. Da gehört Sprayen dazu, da gehört Breakdance dazu, DJing und Rap halt. Nur Rap kann man halt gut verkaufen. Warum ist es so groß? Rap macht halt Geld mit Tags an irgendwelche Bahnhöfe oder so, da machst du keine Kohle, denn mit Rum ist nur ein Knast. Ist, ja, das ist halt okay. Wenn du gut genug sprayen kannst, schon. Ja, aber das kenne ich mir jetzt auch zu wenig aus. Wahrscheinlich glaube ich nur, auch nur die Musik, 1-2% also, da oben, die da Geld mitmacht, oder? Das sind doch immer nur 1-2%, die mit irgendwas. Ja, das steht aber auch nicht, beim Hip-Hop geht es auch nicht um Geld machen. Also Hip-Hop, beim Rap vielleicht, beim Hip-Hop geht es nicht um Geld machen. Nee, Hip-Hop ist eine Kultur, Rap, ja. Die wächst zurzeit in Deutschland ja, mehr denn je, obwohl man es medial nicht hört. Ja, krass. Mach ruhig weiter. Nee, also zum Beispiel beim Echo wäre das vielleicht geguckt, das wäre auch nicht nett. Mir ist es egal, aber ein Kollege hat zum Beispiel, falls den wer kennt, der hat halt auch gesagt, warum kommt Hip-Hop ganz zum Schluss, wenn es die größte wachsende Jugend oder Subkultur ist? Das ist aber schon 2 Jahre her, glaube ich, oder? Nee, das ist dieses. Ja? Also von dem her, das ist halt in meiner Ansicht, ich weiß nicht, wie weit ich mich hier unbeliebt mache, vielleicht. Ja, machst egal, du nicht mehr, aber ich höre halt nur Hip-Hop, Rap. Es ist meine Richtung, ja. Ich höre auch andere Sachen, ich toleriere auch andere Sachen. Natürlich bin ich kein so Sturkopf, der sagt, scheiß Rocker oder scheiß Mettler oder wie die alle aussehen, das ist mir egal. Ich lasse ja jedem seinen Raum. Aber dann möchte ich halt auch so, weil du wirst immer auf das reduziert,
Ja, okay, ich sag's. Also ich mach's mal ganz kurz nochmal. Weil du Trash-Ripper vorhin gesagt hast, auch weil wir diese Fäkalsprache haben. Es gibt ja, wie gesagt, den Battle Rap, was ich vorhin erwähnt habe. Das wird zurzeit, früher war es so, es haben sich welche getroffen. Dann wurde es irgendwie extremer und dann kam auch schon mal ein Messer zum Einsatz oder wie auch immer. Heute ist es eher so, es wird als Sport betrachtet. Die Kunstfigur der Mutter oder der Schwester oder wie auch immer kann gern beleidigt werden, wenn zwei sich einigen vorher. Das ist völlig legitim, auch wenn Fäkalsprache genommen wird. Und das unterhält mich persönlich auch. Das gucke ich auch regelmäßig, die Tele oder Rapper Mittwoch oder es gibt auch noch andere Sachen. Als Empfehlung, Virus MC ist Geschmackssache, aber ich find's gut. Ja. Ja, aber Geschmackssache. Also wie gesagt, ich bin zurzeit so, dass ich mir gar keine Veröffentlichungen anhöre, großartig, sondern einfach nur mir Battles anschaue. Ja. Egal ob mit Musik oder ohne, weil ich einfach Spaß dran habe, Wortspielen zuzuhören. Ganz einfach. Deswegen, also mir ging es jetzt einfach um die aufkommende Subkultur, dieses Clown-Hip-Hop. Was halt Trailer Park, Alligator und sowas, das fällt ja alles auch in die Sparte unten runter. Irgendwo ist es eine Sparte. Ja, diese Clown sind ja auch gab's ja auch schon, dieser Tobi Bo gab's früher. Genau. Müssen ja auch erfolgreich sein, die Kante machen ja. Es kommen jetzt auch die Beginner zurück. Mit neuem Album, neuer Tour und alles. Und das war ja damals auch Clown-Hip-Hop im Grunde genommen, wenn du so willst. Na, das will ich sagen. Nein, nicht so krass, wie es das Bo gemacht hat und so wie. Aber es war schon eher in die Funny-Ecke gezogen. Okay, lass ich mal so stehen. Ja, kann jeder halten, wie er es möchte. Wir es interpretieren. Leo, du wolltest sagen. Die machen ja gut Geld damit. Also, wer macht gut Geld damit? Sein. Also, Trailer Park KIZ, die füllen schon Hallen, die füllen schon Leute. Also, da muss schon was dahinter sein. Ich, wie gesagt, das ist das Einzige, was ich mir. Was? Die füllen Leute. Natürlich geht es am Ende nur um Fame und Geld. Die Leute, die Hypes erzeugen wollen, auch ihre Einsätze plus Gewinn reinholen. Das war ein typischer. Aber es gibt natürlich, was wir gesagt haben. Ja, aber das ist nein, aber das, wir haben doch gerade geredet, Hip-Hop ist auch irgendwo Lifestyle. Ja, das ist genauso, ja. Es gibt Leute. Irgendwo Lifestyle ist eine Subkultur, es ist kein irgendwo Lifestyle. Nein. Oh, ist jetzt Lifestyle ein böses Wort? Was Lifestyle ist Hipster sein. Aber es ist doch so, dass es gibt immer Leute, die mit Sachen Geld verdienen wollen in der Sparte und es gibt immer Leute, die das Ding leben. Es gibt auch Sachen, ich würde nie, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber ich will ja mit Wrestling kein Geld verdienen. Aber es gibt zum Beispiel Leute, die Rap machen, wo es einfach nur ein Hobby ist, die einfach kein Geld verdienen wollen. Die gehen einfach alle zwei Wochen auf eine Bühne oder jede Woche auf Bühne und betteln sich und gehen einfach mit gutem Gefühl nach Hause. Ja, weißt du? Das ist dann zum Beispiel, nochmal ganz kurz, bevor Alex, ja. Was ich angesprochen habe, Virus MC, der bei diesen Battle Raps halt auch mit auftritt, bei Rap am Mittwoch. Ja. Du findest auf YouTube von ihm zwei Lieder. Der Typ hat noch nie mal ein Album rausgebracht. Da muss er auch nicht. Er macht es. Ich glaube. Also Virus MC macht es, glaube ich, also öffentlich, ich kenne ihn jetzt seit einem halben Jahr vielleicht. Ja. Hat seitdem er da war, glaube ich, fast alles gewonnen, wo er antrat. Er ist zu Deutschland gereist, hat alles mitgenommen. München nicht, ja, stimmt. Aber er hat sonst fast alles gewonnen und hat einen kleinen Hype bis jetzt. Ich habe so nichts schmeckmäßig von ihm gehört. Aber was Battle-mäßig angeht, kann er sehr gut reagieren, ist ganz schnell im Kopf, kann rebutteln ganz gut und aber da ich höre auch gerne mal zu. Auf YouTube mal diese zwei Lieder man früher stottern und verheilbar. Nein, quasi. Doch. Möchte noch jemand was zu der Frage sagen? Sonst würde ich ganz weitermachen. Kurz im Hip-Hop der grundsätzlich, Alex, ja. Egal ob Deutsch, Französisch, Englisch, egal wo, geht es ja eigentlich um diese Realness. Und es war halt so, die Hamburger haben eigentlich damit angefangen, sag ich mal. Das waren die ersten, die bekannt geworden sind, aber die waren bis heute noch nicht real. Dann kam dieser Aufschwung aus Berlin mit Kool Savage, der eigentlich diese Generation angeführt hat und der hat einfach über das gerappt, was er halt erlebt hat. Und dann hat er den Leute rausgezogen wie Bushido, die Akku-Leute, sag ich mal, das waren die, wo auch wirklich über das gerappt haben, was sie gemacht haben. Die haben Drogen verkauft, die hatten ihre Probleme, die haben Messerstechereien etc. Und so fing es eben damals in den 90ern, sag ich mal, an. Und jetzt über die Jahre hinweg fing halt dieses Clown-Rap an. Man hat sich über diese sogenannten Gangster lustig gemacht, weil sie wurden halt nicht ernst genommen. Obwohl, es war ja ihr Leben, aber es waren Leute wie jetzt die Straßen, diese Clown-Rapper zum Beispiel, die machen sich darüber lustig, die machen aber trotzdem die Sache gut, die können eben gut texten. Und es ist halt jetzt Ansichtssache, ich möchte mal Real Rap hören, dann höre ich aber nicht irgendwie Clown Rap, dann würde ich mir wirklich irgendwie die Sachen von Savage an oder Assad oder Lisa Leisen. Wenn mich aber solche Sachen wie KIZ entertainen, dann bin ich halt mit solchen Sachen gut aufgehoben. Man kann niemand vorstellen, was er hören soll oder muss, kann, wie auch immer.
wer noch mehr Real Rap hört, steht, das soll nicht bei Z hören, das soll noch Assad und Savas sprechen. Der kann auch gerne in der Frankfurter Ecke gucken. Da ist kein Spaß-Rap angesagt, da ist wirklich harter Rap angesagt. Ja. Sagen wir mal so. Die rappen über das, was sie erlebt haben. Oder wenn ich halt im Entertainer bin, dann gehe ich halt so dazu, dann eben zu Richtung Hamburg. Richtung Hamburg. Und sowas halt immer. Und oder Stuttgart oder. Aber das Thema ist mühselig, weil es wird nie irgendwie auf einen Inhalt. Kollega wird versucht, Real Rap zu machen, ist aber nicht real und deswegen wird er von den ganzen Berliner gehasst. Aber er macht cool damit. Kollege macht mehr Promo und Geld als andere. Sagen wir mal so. Aber das Thema können wir 3 Stunden diskutieren. Ich gehe mal weiter und Uli will noch was sagen und dann noch mal der Thomas und dann schließen wir ab mit dem Thema auf jeden Fall. Genau, wo ja gerade noch Frankfurt erwähnt wurde, da habe ich ja die letzten paar Jahre gelebt und auch wenn ich mitgekriegt, wie das da ist. Also Bekannten, wir hören da teilweise richtig viel Assad und das Thema auch wirklich sagen ist. Rex Hype gibt es glaube ich noch. Ja, dass da halt auch eine politische Komponente einfach bei ist. Ja. Das zumindest Assad wirklich als jemand, der so wahrgenommen wird, einerseits jung. Ich suche jetzt gerade nach dem richtigen Wort, egal was sie sagen. Ist es falsch? Nein. Migrantenkinder nennen wir sie mal, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall Raumschiff wird repräsentiert, das wollte ich gerade nicht sagen. Und andererseits aber auch so ein bisschen eben das Arbeitermilieu bis zu einem gewissen Punkt, sofern es das noch überhaupt gibt. Also oder zumindest die einfach nicht so viel Geld haben. Ja. Herr Thomas nochmal und dann schließen wir erstmal ab, glaube ich, mit dem Thema. Yes, Boss. Ja, also ich wollte halt nur nochmal sagen, weißt du, die Grundaussage von Alex war, dass man nicht beides hören kann. Also ich höre zum Beispiel beides. Nee, man kann beides hören, da muss ich halt entscheiden, was man will. Und, ne, also man also kann ich höre zum Beispiel 257 und das genauso gern wie 187. Also von dem her. Aber ich darf halt nicht kritisieren, ich kann nicht kritisieren und dann nebenbei Götzen noch das andere hören. Vor allem 187. Naja. Ja. Ja, immer das gleiche hören wir auch irgendwo Inzucht in der Musik, das wäre auch langweilig. Und Holland ist einfach die geilste Stadt der Welt. Ja. Ich wollte kurz noch Mike Dimo reinwerfen aus Hannover. So. Sind wir du, also wie gesagt, du warst auch ganz schön still beim Hip-Hop-Thema hier rechts neben mir die Flanke. Oh, Leo steht daneben. Ich würde nochmal die Live-Zuschauer verabschieden, die gucken im Mats hat im Gerstein mitgefilmt. Ja, wir machen jetzt weiter, ihr seid erstmal raus. Tschüss. Und wir sehen uns später wahrscheinlich nochmal. Tschüss. Wir machen weiter mit dem nächsten Thema. Wir machen weiter mit dem nächsten Thema von Bernhard. Wer ist Bernhard? Da ist Bernhard. Hattet ihr in eurer Kindheit auch Wrestling-Figuren? Und wenn ja, welche? Zweite Frage, die also mehr oder weniger damit ja zusammenhängt. Habt ihr nur gesammelt oder habt ihr auch gespielt? Der Bernhard. Der Bernhard fängt an, würde ich sagen. Genau. Bernhard, fang mal an. Warte, da kriegst du ein Mikro. Ja, also ich hatte Wrestling-Figuren. Ich hatte, glaube ich, fast jede Hasbro-Figur, die es gab. Manche sogar doppelt. Ich muss mal guten Tag sagen. Hey. Also es gab ja von einigen Wrestlern auch verschiedene Editionen, die hatte ich dann auch. Ja, und ich habe zum Beispiel gespielt und ging oft auch so weit, ich habe es ganz oft geschafft, auch Figuren kaputt zu spielen. Ja? Hatte ich dann natürlich immer schön die Storyline, der ist verletzt und habe Vater hatten dann halt immer sehr gut. Nein, also ich habe wirklich mein eigenes Universum geschaffen, auch in Unkenntnis vieler der. Und da gab es doch gar kein Universum. Genau, erstmal gab es da gar kein. Nein, aber ich habe auch wirklich meine eigene Liga erschaffen, in Unkenntnis vieler dieser Wrestler, weil die meisten einfach auch vor meiner Zeit waren. Also es gab ja Andre the Giant, Dusty Rhodes, Ricky the Dragon, Steamboat habe ich bis dahin noch gar nicht gesehen. Ja. So alles, was vor Mitte 93 lief, habe ich jetzt vor kurzem nachgeholt. Okay. Ja, also wie gesagt, ich habe gespielt. Hast du auch gesammelt? Sehr viel. Ja, ich habe gesammelt und gespielt. Ja, gut, wenn du nahezu jede Figur hattest. Ich kannte halt auch jemanden, der hat wirklich die Figuren einfach gesammelt, der hat sie wirklich nur im Regal hingestellt. Ja. Wollt ihr alle haben? Ja, ja. Aber ausgepackt, ja. So was gibt's auch, ja. Ja, nicht mal ausgepackt. Also, so, diese Leute gibt's ja, die Sachen dann auch in der Originalverpackung lassen. Ich kenne mich da jetzt nicht mit aus, ob die irgendwie an Wert verlieren, wenn die aus der Packung rauskommen oder so. Definitiv, ja. Oder ob. Ja, achso, ja, ist ja, ja, ja. Darum gibt's ja OVP, ne? Ja, nee. Wie gesagt, ich kenne mich mit so diesem Sammel. Ja, ja, die verlieren auf jeden Fall. Es hätte ja sein können, dass das einfach nur gemacht wird, damit denen nichts passiert. Okay. Damit nicht so ein Bernhard, wenn er mal zu Besuch kommt, damit spielt und denen den Arm abbricht.
Leo, hast du denn Sammlung gespielt? Das ist lustig, genau die Frage wollte ich jetzt in die andere Richtung gerade. Ich habe nur gewartet, aber du warst schneller. Ich habe zuerst gefragt. Nein. Nein, keine ganz ehrlich. Figur gehabt. Das ist jetzt total witzig. Muss ich sagen, Leo ist ja noch jünger und da gab es ja auch die geileren Figuren am Ende, würde ich sagen, in deiner Zeit. Ich hatte nie Wrestling-Figuren, habe aber tatsächlich mit meinem Bruder zusammen mit Kuscheltieren Wrestling gespielt. Schöne Geschichte. Ach, also ihr gegen das die Kuscheltiere, oder? Ihr müsst euch vorstellen, wir beide damals mit Afro im Bett haben so einen Wrestling-Ring gebaut. Ich stelle mir vor, mit Afro. Kennst du das nicht? Ich weiß nicht, kennt jemand von euch Drawn Together? Ja. Da gibt es diese Folge, wo er immer so, ach, war das damals schön? Und dann so vor 5 Minuten, alle hatten so einen richtig fetten Afro auf. Und dann, und dann haben wir auch immer so unser Universum erschaffen. Das stimmt tatsächlich. Ich glaube, als Kind hast du da auch eine Fantasie. Da hast du als Kind so eine Fantasie, die erreichst du als Erwachsener vielleicht gar nicht mehr. Und wir haben tatsächlich, wir hatten viele Kuscheltiere und mit denen haben wir dann auch immer Wrestling gespielt. Ja? Also, aber Figuren an sich hatte ich nie, da muss ich auch dazu sagen, dass ich kein Merchandise-Typ bin, weil ich an sich ein sehr sparsamer junger Mann bin. Ja, und ich kein Merchandise-Typ bin. Also ich bin auch bei sagt der Leo, während er ein Daniel Bryan-Shirt trägt. Genau, das ist mein einziges Wrestling-Merchandise-Ding, das ich habe, weil mich das damals... Da haben wir ja Wrestling zusammen mit Matze hier bei ihm geschaut und mich das so beeindruckt hat damals, weil das so Wahnsinn war, dass ich gesagt habe, das T-Shirt muss ich haben. Aber ansonsten auch so generell im Sport, sagen wir mal bei Fußballvereinen oder so, ich würde mir nie was kaufen, weil ich bin nicht so der Typ dafür bin. Darum hatte ich auch nie Figuren. Willi? Ich muss dazu sagen, ich komme ja ursprünglich von Usedom, an der polnischen Grenze. Und bin da ja aus gab, der, da gab's nichts. Bin ja aus der ehemaligen DDR und nach der Wende gab's ja die Figuren bei uns nicht. Lass mich ausreden. Es gab aber ganz normal den Polenmarkt und da gab's natürlich auch, wenn ich rübergefahren bin, gab's da auch Figuren, die waren natürlich gefälscht. Wahrscheinlich im größten Teil. Kann man heute im Internet finden. Ich habe natürlich auch eine ganze Reihe Figuren gehabt, von Steamboat bis Macho Man bis weiß ich was. Hab die nicht gesammelt, weil als Kind sammelt man die nicht, finde ich. Man spielt einfach damit, sonst ist man kein Kind, Kinder spielen intuitiv. Ich habe natürlich auch Schwerpunkt mit den Ringen zu Hause. Ich habe auch deinen Jake the Snake, der ist ungefähr so groß mit Schlange zum Beispiel. Also so groß sind jetzt 30 cm. So groß sind, ja, 30, also richtige 30 cm Leo. Ja, so. Nicht wie du, sondern richtig wie du denkst. 30 cm. So einmal Matzes Bieblänge. Wir sind ja FSK 18. Ja. Ich habe auch, wie gesagt, gespielt. Ich habe auch einen kleinen Ring und so weiter. Ich habe es aber in Grenzen gehalten. Also ich habe mir kein gutes Universum geschaffen. Ich habe zwar mal ab und zu mal mitgespielt und Matches gemacht und so. Aber ich habe es wahrscheinlich nicht mehr betrieben wie andere an dem Tisch. Ich würde gerne Matze da fragen, weil er gerade hier steht. Matze, hast du früher gesammelt, gespielt? Ja, Matze, bist du auch mal Gast beim großen Wrestling Talk? Das ist auch mal mit reden. Vor allem, ich halte die Schnauze am Hintergrund. Ja, beste Sendung ever. Figuren. Ich bin leidenschaftlicher Sammler von allem, was geht. Das Prinzip wie in Billy. Wir hatten ja nichts. Ja, wir hatten eine Jim Austin, ne? Ja, außer Bananen. Aber, davon reicht nicht. Und. Nicht Bananen haben wir eigentlich, aber ist egal. Figuren habe ich gesammelt und ich habe erst gespielt, als ich dachte, ich habe genug gesammelt. Also, ich hatte gar nicht so viel. Ich habe zwar mit den ersten beiden Figuren, die ich hatte, also Virgil gegen Sergeant Slaughter, haben bei mir gefühlt 9732 Matches gehabt. Ich hatte nicht mal Slaughter, siehst du? Bevor ich das 9733 Match hatte, habe ich 4 weitere Figuren bekommen und dann habe ich erst gesammelt, bevor ich weitere Sachen gemacht habe. Dann habe ich wirklich. Da habe ich mir ein Heft angelegt, so ein Schulheft, erst in DIN A5, dann in DIN A4, weil ich mehr Zeugs gemacht habe. Habe dann komplette Event-Serien vom Rumble bis WrestleMania und so weiter als Kind durchgebuckt, ja. Aufgeschrieben, Ergebnisse. Also wie wir Matze kennen eigentlich. Matze ist der Wahnsinn, ne? Matze war als Kind schon Nerd. Ich habe das Heft zum Teil sogar noch. Also ein paar davon war mir klar. Ein paar davon habe ich noch. Ich habe archivieren. Durch die diversen Umzüge sind natürlich auch vieles verschütt gegangen, aber ein paar habe ich noch. Aber ja, man hat das irgendwie so integriert. Und je älter man dann wurde, standen sie rum und da hat man die seltenen bekommen. Und dann war ich mir zu schade,
mit denen zu spielen, dann habe ich mir zum Teil die, die ich abgeschlürft habe, weil ich mir neu gekauft habe, die ins Regal gestellt und nicht mehr berührt. Dann wurde der auf dem, also aus dem Sammler wurde ein Spieler und aus dem Spieler wurde ein Sammler. Und der Sammler bin ich geblieben. Kann ich kurz alle Fragen stellen? Nee, der Thomas ist erst dran. Der hat sich vorher zu Matze direkt, okay. Ja. Hat Virgil jemals ein Match gegen Fatih Solder gewonnen? Also dafür muss man ja jetzt, also ich muss mich also Virgil-Fan oder was? Virgil und ich haben ja eine Gemeinsamkeit. Ja, wir sind beide too legit, too quick. Ja? Und keine Haare mehr. Was? Keine Arme mehr? Keine Haare mehr. Ach so. Jedenfalls ich habe mir gestern die Platte verbrannt im Zoo. Also, ja, war nicht so schön. Nee, aber hat man tatsächlich. Ja, aber weil ich als Kind natürlich Virgil doch toll fand, da wusste ich ja nicht, dass er nichts kann. er kann T-Shirts in der U-Bahn verkaufen. Dann ist jetzt der Thomas dran. Thomas, erstmal kurz, wie alt du bist, würde mich interessieren. Ich bin 20. Du bist 20, okay. Ja, also Figuren selber von WW hatte ich keine, aber ich habe halt immer alles, was ich gefunden habe, so Playmobil oder Lego-Zeug. Und dann war halt ein Feuerwehrmann, war dann halt Undertaker und einem, der die Haare halt weggemacht hat mit Glatze, war dann halt Kane. Und dann haben die da halt Matches in einem Schuhkarton gemacht zum Beispiel. Auch nicht schlecht, hab ich auch noch nicht gehört. Ist auch eine Art. Also, Fantasie. Cool, ja. Cool. Finde ich gut. Und auch wie ihr sagt, ich habe halt auch so Matches dann gebucht und so, ja, gebucht in Anführungsstrichen. Ich habe halt immer auch so Turniere gemacht und so weiter. Das habe ich gemacht, also so wirkliche Figuren hatte ich gemacht. Okay, danke Thomas. Möchte noch jemand was sagen? Basti zum Beispiel. Basti hat natürlich immer was zu sagen zu jedem Thema. Aber es soll bitte nicht Ibushi sein jetzt. Ausnahmsweise geht es jetzt wirklich nicht um Kota Ibushi, sondern ein Stückchen weggehen. Ja, klar. Also zum Thema Figuren und Sammeln. Also ich bin ja heute noch leidenschaftlicher Actionfigurensammler. Ach, du bist das? Ja, yeah, ich bin auch so ein Mensch, der sich dann halt solche Sachen in die Vitrine stellt. Okay. Ja. Wrestling-Figuren nicht mehr. Die sind bei mir halt alle mal weggekommen, weil ich ausgezogen bin irgendwann und habe erst so ein paar Sachen bei meiner Mutter auf dem Dachboden zwischengelegt. Ich kann kurz einwerfen, ich habe zu meinem 30. Geburtstag von meiner Mutter eine große Kiste bekommen, wo alle meine Wrestling-Sachen drin sind. Die steht bei mir im Schlafzimmer gerade. Oh, das ist schön. Wollte ich mal so einwerfen, bitte mal sehen. Das will ich mir auch mal wünschen. Auf jeden Fall. Aber als ich ausgezogen bin, haben meine Sachen halt so ein bisschen auf dem Dachboden bei meiner Mutter verstaubt. Und ich hatte halt eine riesengroße Kiste mit Actionfiguren. Die Hälfte davon waren Wrestlingfiguren. Und der Rest waren halt so Dinosaurier, riesengroße und He-Man, Star Wars und solche Sachen. Und irgendwann habe ich meine Mutter halt mal gefragt, wo sind denn eigentlich meine ganzen Actionfiguren geblieben? Ich würde die ganz gerne wieder haben. Und dann meinte sie, ja, die habe ich irgendwann mal einem Kinderheim gespendet. Hey. Oh, das ist ja. Sehr, sehr gut. Und da war natürlich, also in meinem Herzen ist Aber es war für einen guten Zweck. Ja, natürlich war es für einen guten Zweck und ich war mir auch lieber, als in eine gelbe Tonne zu schmeißen oder irgendwie sowas. Deswegen fange ich jetzt auch halt so ein bisschen so an, so das Wiederholen irgendwie. Und ich habe als Wrestling-Figur aktuell nur eine Andre the Giant-Figur bei mir stehen. Ja. Ich habe aber früher leidenschaftlich gern auch wirklich mit diesen Hasbro-Figuren gerade gespielt. Und habe auch wirklich, wie Max es auch gesagt hat, mir das aufgeschrieben, wer gegen wen eine Feder hatte und irgendwas überhaupt. Ja. Schade, dass ich das nicht mehr habe. Aber das Quatsch gemacht. Die Figuren an sich waren mir als Kind nicht wichtig, sondern sie waren einfach ein Objekt. Mittel zum Zweck, ein was Kinder Zweck so machen. Ja. Genau. Heutzutage würde ich eine Zeitmaschine haben und in die Vergangenheit zu meinem, sagen wir mal, 8-, 9-jährigen Ich zurückreisen können und ihn sehen, wie er mit diesen Figuren umgeht. Er würde ihn wahrscheinlich totprügeln. Na, dann wäre es ja auch tot. Richtig. Das ist ein es ist eine ja, es ist eine komische, eine du würdest ihn zügeln, sagen wir so, du würdest ihn warnen. Ich würde ihn zügeln und ich würde ihn maßregeln. Ja. Ich hätte mal noch eine Frage schnell. An alle hier mehr oder weniger hätte ich eine Frage, nämlich was bringt Leuten denn, also stelle ich mir jetzt vor, wenn ich so eine Wrestling-Figur kaufe, dass ich die original verpackt hinstelle, und da hab. Das kann ich dir gleich sagen. Ich hab's nicht, aber es ist einfach so ein, Olli darf auch gleich, ist einfach so ein Besitzen. Das heißt, ich würde mir zum Beispiel, das ist bei mir bei Büchern so, wenn ich ein Buch gut finde, würde ich es mir nie ausleihen und weggeben oder nie kaufen und dann verkaufen. Ja, aber dann liest es doch. Ich benutze es, stelle es in den Schrank und habe es. Und ich kann es immer wieder lesen. Wenn dir jemand über ein Buch erzählt, du kaufst es, stellst es in den Schrank. Und der Sammler will ja nur sammeln, damit er irgendwann, ich meine, er wird eh nie komplett alles haben, er will sammeln. Das ist so ein Trieb an sich. Ja, ja, das kann sein, diesen Trieb habe ich halt so gar nicht. Also, wenn ich jetzt so eine Wrestling-Figur, die ist ja konzipiert zum Spielen. Ja. Weißt du, wie ich meine? Also,
dann, vielleicht bin ich da auch einfach nicht der Typ. Ich wollte nur mal die Frage nochmal stellen, weil vielleicht einige die Frage oder war einfach mal Leute, die eben das machen, was deren Beweggrund halt dafür ist. Ja klar, es geht letzten Endes ein Stück weit um Sitzstreben, aber ein Stück weit auch einfach um die Sache zu haben. Zum Beispiel, du hast jetzt, wir hatten ja vorhin dieses Beispiel in Hasbro-Figuren, du hast das jetzt so lange gemacht und der Undertaker, sagen wir sind im Jahr 2001, müsste es ja sein, ist gerade als Biker-Taker zurückgekommen. Und du hast jetzt ein Dreivierteljahr oder was auf diese, also diese Biker-Figur hingespart ist und drehst ihn nach Hause, das ist so... Da fühlst du dich so, als ob du was erreicht hast, als... Ja. Genau, das ist... Okay, heute sind es zwar wahrscheinlich weniger der Biker-Taker, aber... Hast du dann auch Figuren zu Hause jetzt? Nee, ja, also nee, ich war nie so der Action-Figur-Typ Lego-Jahre, Action-Figuren gar nicht, auch bei meinem Zimmer nur in etwa die Hälfte dieser Kneipe ist, in der wir hier gerade für dieses Raucherraums. Das ist trotzdem noch groß, findest du? Nee, du hast aber einfach nicht so viel Platz, das ist halt, und okay. Dementsprechend Lego-Jahre oder sowas halt nicht. Aber Freund von dir, ganz viel. Es ist ganz witzig, musst du vielleicht der Typ sein. Bei mir war es wirklich so, ich habe Sachen bekommen und die waren eh bald kaputt. Also, da war das nicht so. So, dann Bernhard, noch ein... Der Alex. Aber wir halten es kurz, wir wollen... Nein, wir dürfen. Ja? Wir sind im Zeitplan. Ich will eigentlich nichts weiter zu sagen, nur die WWE bringt jetzt nochmal neue Hasbro, also Figuren raus auf den Markt, die den Hasbro-Figuren von damals nachempfunden sind. Da gab es wahrscheinlich Bilder auf WWE.com, also wer es wenigstens interessiert, kann da mal gucken, also da kommt dann etwas raus. Sehen würde ich mir das mal. Da war es die da nochmal. Genau, die Iguchi-Figur, ja Gott sei Dank. Nach dem CDCC. Nein, also nur ganz kurz zu diesem Wert von solchen Sachen, ja. Ganz kurz allgemein und UVP und so eine Scheiße immer. Ganz ehrlich, und so eine Figur hat immer ein Mäßig, ne? Ist ein Collectible, das einen individuellen Wert vor allem hat. Oder auch allgemein, was du sammeln kannst. Ich zum Beispiel habe noch aus den Anfang 90er die kompletten Sammelkartenserien der WWF. Ich leider nicht mehr. Ich habe sie auch gesammelt, aber genau. Ich leider nicht mehr. Ich habe alle. Die waren großartig, muss ich sagen. Und so schön gimmickmäßig diese, so. Diese Karten haben einen Verkaufswert von bis zu 10 Cent. Also diese Karten sind de facto nichts wert. Sie haben einen persönlichen, individuellen Wert. Ja. Und so kannst du es auch immer auf eine Figur anlegen. Der Preis so einer Figur, ob original verpackt oder nicht original verpackt, ist immer nach dem Preis, also immer nach Angebot und Nachfrage. Wenn jetzt irgendjemand bescheuert genug ist, für eine Sergeant Slaughter-Figur von Hasbro original verpackt 10.000 Euro zu bezahlen, dann ist das so. Dann hast ist du das sein eigener individueller Wert für diese Figur. Genau, dann hast du diesen individuellen Wert für die Figur. Aber einen festen Wert, ich sehe halt, bei eBay gucke ich halt öfter auch nach Actionfiguren und ich sehe halt schwankende Werte von 10 Euro bis 300 Euro. Ja. Und es ist halt immer danach, was du für einen Assi hast, der die Figur verkaufen möchte. Den Interessenten meinst du wahrscheinlich. Und den Idioten findet, der diesen Preis bezahlt und andersrum. Ja. Ne? Also es ist kein, du kannst es nicht an einem bestimmten Wert festmachen, sondern einfach nur an dem, was jemand bereit ist zu bezahlen. Richtig. Genau. Und daher ist dieses ganze OVP-Thema wirklich nur für Fetischisten. Die, ne? Naja, okay. Bernhard, du hast Frage beantwortet. Die letzte Frage beantwortet. Gut, dann danke für die Frage. Danke für die Frage. Ich dachte, ich bin der einzige Bekloppte. Nein, wir sind alle bekloppt hier. Du und zur Not hast du immer noch den Matze, wenn alle Stricke reißen. So, nächste Frage. Vom Uli. Uli! Wie ist das? Oh, Entschuldigung. Ja. Werden wir jemals ein englisches? Was heißt denn das? Wie gesagt, ich kann kein Mensch lesen. Ja. Uli, was werden wir jemals haben? Erzähl doch mal. Ob wir jemals ein europäisches Development Territory bekommen werden? Für die WWE? Ich sag mal nein. Ich sag nein. Uli, sag, du bist. Nein. Du musst mal erstmal deine. Warum die Frage? Und warum die Frage? Das ist halt genau die Frage, weil wir sehen es ja jetzt im Moment. Wir kriegen mehr europäische Stars. Alexander Wolf refugiert hoffentlich wahrscheinlich demnächst irgendwann. Finn Balor ist jetzt gerade ins Main Roster gegangen. Bald haben wir ja noch Tim Wiese. Ja, Tim Wiese vielleicht irgendwann mal. Ich würde noch nicht lachen. Ja, der einzige Deutsche wahrscheinlich, der auch ein deutscher Thiel wäre, aber ja.
Schelm ist sowieso... Glaubst du, das ist eine Maßnahme, ja, in Einzelländern Development Camps anzusetzen? Nein, das ist natürlich aber in Europa, das ist zum Beispiel, dass die nicht alle nach Florida fliegen müssen, weil das ja auch nicht billig ist, zum Beispiel für die WWE. Das wäre auch einfacher, wenn sie dann hier, sagen wir, in Development... In Berlin hätten, zum Beispiel. Ja, in Berlin zum Beispiel, dann Tony Sinclair oder irgendwie so, wen als Trainer oder William Regal oder was ich finde. Also es gibt da ja genügend. Also ich glaube nicht, dass das passieren wird, weil die WWE gerne ihre eigenen Leute einsetzen wird, um die Hand drauf zu haben und irgendjemand abgibt, glaube ich. Und deswegen glaube ich, dass sie alles auf einen Punkt haben. Ansonsten wäre das große Center in Orlando nicht entstanden. Das meine ich aber, dass du zum Beispiel mehr sowas Christy Braun Strowman, den ja vor seinem letztes Jahr kein Mensch jemals gesehen hatte. Das ist es ja, denn praktisch alle, die jetzt hochkommen, haben wir im NXT schon irgendwie gar mal gesehen, oder nicht? Ja, gut, AJ hat aber schon 20 Jahre Erfahrung vorher gehabt. Also den kannst du nicht sehen, der ist jetzt kein Rookie in dem Sinne. Wie viele von den Leuten, die zu NXT kommen, Entschuldigung, dass ich mich jetzt wirklich mal einmischen muss, kannst du noch als Rookies bezeichnen? Tut mir leid, also diese Aussage ist für mich jetzt gerade Blödsinn gewesen. Nein, von NXT ins zum Main Roster stoßen. Das darum geht es. Achso, okay, tut mir leid, also, aber weil ich würde nicht behaupten, dass überhaupt, bis auf die einzelnen Football-Leute, die sie da holen, die ihre eigenen Produkte der WWE sind, du hast nicht einen Rookie mehr da. Nicht mal ein Axel Fischer, Alexander Wolfe, das sind alles... Nein. Ja, aber Development heißt ja auch Entwicklung. Das ja, heißt, genau. Du machst ja nicht so, und jetzt ist ein Starter, das heißt, du holst in deinen Augen Leute, die entweder schon auf dem Standing haben oder Standing sind oder halt ein Rohdiamanten sind, die willst du ja schleifen. Die willst du entwickeln, die Chance, die selber das entwickeln zu lassen, so wie die WWE die Ausrichtung haben möchte. Und es geht eigentlich gegen die Frage, die wir zum Beispiel hat ja schon 15 Jahre vorher in den Staaten gearbeitet. Also das ist in Center in Europa, darum geht's. Ob wir auch ein Development-System in Europa haben werden. Die Frage ist dann. Ich behaupte, dieses System gibt es sogar schon. Die WWE hat ihre Scouts mittlerweile in der ganzen Welt. Die Scouts sind überall. Das Development Center wird in Amerika bleiben. Komme was wolle. Also keine Subzentren zum Beispiel? Nein, glaube ich nicht. Warum? Warum? Ist ja, ich glaube auch nicht dran. Rentiert sich doch einfach nicht. Ey, komm, dein Flugticket heute war es so teuer. Wir sind in einer Zeit also der Globalisierung, Visa und so weiter, sind alles relativ einfach. Und als für eine Promotion, die sich als die Weltpromotion immer darstellen möchte, auch wenn der Sitz in Amerika ist, die müssen einfach mal dann über Toleranten ausgehen. Was ich nicht verstehe einfach ist, sie haben so viel Potenzial da, wir fangen damit an. Außer bei NXT einfach nicht da. Ja, das ist eine andere Sache wieder. Ja. Da müssen wir eine andere Stelle klären. Da können wir ganz viel diskutieren, glaube ich. Deswegen breche ich auch hier bei der Aussage ab. Ganz einfach. Aber wirklich ein Rookie bei NXT, für mich, gibt es gar nicht mehr. No way, Jose. Er hat zwar gewisse Vorbildung. Was ist denn mit Ho-Ho Lung zum Beispiel? Ho-Ho Lung hat sich das mehr oder weniger alles selber eigentlich im Grunde genommen beigebracht. Ist er bei NXT? 20 Jahre sogar. Jetzt ja. Ah, so viel nicht. Okay, Entschuldigung. Echt? Ich informiere mich dann. Das haben wir gestern übrigens bei dir zu Hause geguckt. Ho-Ho Lung hat halt das als cool gefunden. War das schon, als ich angefangen habe zu sehen? Selber eine Wrestling-Schule. Ja, er ist wahrscheinlich. Im Grunde genommen, ist dann ist gut. Ist er nicht beim Cruiserweight dabei? Beim Cruiserweight-Klassik ist er dabei. Ja, ich weiß, wer Ho-Ho Lung ist. Ho-Ho Lung hat ja danach, er wurde ja von seinen Eltern, wie er selber gesagt hat, in eine Karate- oder Judo-Schule geschickt und hat dann gemerkt, okay, das ist gar kein Wrestling. Und in einem Alter, wo er dann reisefähig war, ist er zum Beispiel nach Japan gegangen, um dort zu trainieren. Und hat dann im Grunde genommen das Wissen, was er dort gesammelt hat, in sein eigenes Land exportiert, nach Hongkong. Und hat dort eine Wrestling-Schule begründet und eine eigene Promotion. Hongkong ist auch eine Stadt, das weißt du. Hongkong ist ein Stadtstaat. Mhm. Richtig. Darüber wollen wir uns nicht streiten. Ist denn jemand der Meinung, dass der Uli vielleicht Nagel am Kopf trifft und auch der Meinung, dass es ein europäisches Center geben wird an dem Tisch in dem Raum? Ist jemand der Meinung vielleicht? Oder haben wir gleiche Meinung? Ich frage halt ehrlich gesagt, ja, ich glaube die Sinnhaftigkeit ist die Frage. Die Leute, die dann tatsächlich da wirklich in Frage kommen, wenn man jetzt sagt, es ist ja ähnlich, sorry, wenn ich jetzt die Brücke kurz schlage, aber es ist ja ähnlich wie beim FC Bayern München, sag ich jetzt mal. Sport ist ja auch riesig oder bei Football oder so weiter. Das sind riesige Vereine. Ihre Entwicklungsstätten haben sie bei sich, haben sie in München.
oder haben sie in Detroit haben sie den. Und das Ding ist, und aber ist ja wirklich bei München. Ja, pass auf, aber ja, und darum geht's ja gar nicht. Aber es geht darum, nein, es geht darum, die haben ja Scouts, wie du gerade schon erklärt hast. Und wenn die wirklich gut genug sind, um da weiterzukommen, dann gehen die den Schritt, wie jetzt zum Beispiel der Tischer gemacht hat, und gehen über einen großen Teich und kommen in das Entwicklungszentrum und machen das dann Vollzeit. Aber es bringt doch nichts, wenn du dann so anfängst, zweigleisig zu fahren, weil erstens gibt es da Leute bei der WWE, die würden das gar nicht wollen, weil da müsste Triple H nach Amerika, Europa, das bringt es, glaube ich, nicht. Das heißt, du brauchst ein gutes Scouting-Netzwerk, das auch in Europa funktioniert, aber ein wirkliches Center. Das existiert. Ja, das ist ja okay. Das ist Scouting, ja. Aber das ist ein Development-Bereich. Ein Bereich, glaube ich nicht, weil ich glaube, dass die Leute, die dann in Frage kommen, trotzdem nach Amerika, wie in allen Sportarten, alle, die dann wirklich in Frage kommen, die gehen ja dann zu dem jeweiligen Verein oder zu dem jeweiligen Verband. Natürlich, dann bin ich da das Geld verdient. Richtig. Und wenn du das Geld nur mal in Japan, Mexiko oder USA verdienst, dann gehst du dahin. Genau, und drum glaube ich nicht, dass es unbedingt einen europäischen Bereich geben wird. Es gibt doch schon einen europäischen Bereich, das sind die kleinen Ligen. Ja. Ganz einfach. Warum soll man in Europa etwas bauen, was ja schon da ist? Ja. Wir haben die kleinen Ligen, da werden sich die Leute angeguckt, wenn sie passen, werden sie rausgekauft. Das ist auch immer gekauft, aber es ist das Scouting. Und Tryouts halt. Natürlich, das ist das, was ich noch sage. Es gibt ja die Tryouts in Amerika, in Europa. Weil in Europa, die WWE ist mindestens zweimal in Europa, und genau in dieser Zeit sind in England Tryouts. Es gibt ja auch nicht fast eine WWE-Zentrale in München. Ja gut, das hat einmal... Das ist Marketing, aber es wird auch was anderes drüber laufen. Über so eine Europa-Zentrale. Ja, aber deswegen, wozu? Du willst doch lieber das Ganze gebündelt an einem Ort haben, wo du alles kompakt hast, zugreifen kannst, machen kannst. Klar, wir sind nicht Zeitalter der Globalisierung, aber da reicht es mit Mail schreiben. Hier, komm, schick mal ein Video rüber drum und dran. Ja, genau. YouTube ist ja alles wunderbar. Deswegen, wozu soll ich dann mehrere Mieten bezahlen, sozusagen mal in Anführungsstrichen, mehr Geld ausgeben, wenn ich auf die Sinnlage etc. Natürlich, Vince McMahon ist ein purer Geschäftsmann. Ich mag nicht alles, was er getan hat, aber rein geschäftlich habe ich hohen Respekt davor, weil er immer daran gedacht hat, wie kann ich Kosten klein machen. So wie Uli Hoeneß übrigens. Ja, natürlich. Uli Hoeneß. Ich mag Uli Hoeneß nicht, aber was er geschäftlich gemacht hat, ist super. Dann sagen wir, was er für den FC Bayern München und für den Fußball gemacht hat. Wir bleiben beim Wrestling jetzt. Der Alex hat noch das letzte Wort zum Thema, sonst drehen wir uns im Kreis wieder. Also ganz kurz wegen, weil das Thema ja war, es gibt keine richtigen Amateure mehr bei der WWE. Also die WWE sucht ja immer verschiedene Klassen aus. Sie suchen ja erfahrene Leute teilweise, mit ihren verdammten Leuten wie Cedric Alexander zum Beispiel rein. Auch ein Roderick Strong wird in der September-Klasse dabei sein. Aber ich suche jetzt durchaus auch Amateure aus Cheerleader-Bereich, ehemalige Football, die einmal bringen. Ringer. Gewichtheber. Als auch Olympiasieger, die wirklich in der Fußballer. Die wirklich Fußballer. Nicht Leiden. Wir suchen verschiedene Klassen zusammenstellen. Es gibt im WWE-Performance natürlich auch wirkliche Line-Wrestler. Die kennt man einfach noch nicht. Ja. Danke, Alex. Damit schließen wir die Frage. Leo. Der Uli hat noch, glaube ich, Uli, weil haben wir bisher so... Habt ihr beantwortet die Frage? Ja, schon. Also es ging ja auch so ein bisschen einfach darum, wie es jetzt in das Wrestling in Europa einfach gestellt ist, weil das damit ja auch ganz direkt zusammenhängt. Aber und halt auch mit der Frage, wie wir es auch schaffen können, dass es ein bisschen wieder nicht überraschender wird, aber halt schon, wie gesagt, also das letzte Überraschungsdebüt, wenn man mal AJ rausrechnet, in den letzten anderthalb Jahren ist halt was schon gewesen. Das ist halt einfach so. Ja. Dann alle können wir jetzt halt schon von NXT oder aus Japan oder sonst woher. Gut, dann machen wir weiter mit einer Frage vom Sven. Wünsche ich mir vielleicht, dass der Uli nochmal den Sven kurz holen könnte. Könntest du mal kurz den Sven holen? Ich lese dir aber mal kurz die Frage vom Sven vor. Die Frage ist nämlich sehr interessant, finde ich auch nicht schlecht. Yoga-Pants und Push-Up-BHs. Sind Frauen zu sehr Mogelpackungen? Das kommt auf die Frau drauf an, würde ich einfach mal behaupten. Die Frage ist, glaube ich, auch ein bisschen so, was mögt ihr mehr?
Wir lassen mal den Sven nochmal seine Frage erklären. Sind Frauen zu sehr mogelpackig? Erklärt. Das Vorliebe auch schon geklärt. So, wir lassen Sven mal zum Wort kommen, bitte. Was wollt ihr jetzt von mir? Du hast eine Frage geschrieben. Oder warst du es gar nicht du? Jemand hat das für dich ausgewählt. Nee, das war schon ich. Einfach deine Meinung dazu, so was du dazu zu sagen hast. Trägst du Pusher? ich beobachte halt regelmäßig bei mir im Fitnessstudio, dass die Mädels heutzutage sich haufenweise in Yoga-Pants mit Push-Up-Effekt reinpacken. Was sind denn Yoga-Pants? Kannst du mir das erklären? Diese schwarzen Leggings, diese Dinger. Achso, die aussehen, wenn sie die Schlammerzug anhaben, wenn sie draußen sind. So. Genau. Je mehr du wiegst, umso schlimmer aussehen. Genau. Und der Wunderbar ist ja der Klassiker. Ne? Wie seht ihr das denn, wenn sich so ein Mädel dann ausziehen würde? Ja? Und alles sagt, das ist doch die pure Mogelpackung. Findet die sich auch so schlimm? Der Alex legt gleich los. Ich glaube, ich würde Willi, wir halten uns zurück. Der Alex einmal ausbreiten. Was mögt ihr mehr? Worauf? Was ist das in der Richtung? Lass mal Alex. Lass mal den Alex nach Meldung machen. Wir. Also ich würde die Frage sogar noch etwas erweitern. Gerade im heutigen Zeitalter mit den sozialen Medien. Allein wenn ich bei Instagram die ganzen dämlichen Filter anschaue, was die fette Weiber meinen, sich durch Instagram-Fotos die scheiß Bilder noch dünn zu machen, hübsch zu machen. Es ist reine Mogelpackung. Es wird nur noch gemogelt. Es gibt auch dieses Fett weg, Strumpfhosen, damit ihr Fett die Bauch nicht sieht. Es ist nur noch Mogelei vom Allerfeinsten. Es fing mit Make-up an und inzwischen hat sich das ganze Ding so ausgebreitet, dass man inzwischen schon. Also ich muss mal erst kurz um die Ehre der Frauen zu retten, will ich ganz 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 ehrlich sagen, Männer absolut genauso. Ich habe auch mal also wenn ich mir anschaue, was Männer vorm Spiegel im Fitnessstudio, nachdem sie gerade hier ihr Bankdrücken gemacht haben, boom, ich bin der Geilste, was bin ich denn für ein Kerl? Nur ins Uni-Fitness. Aber so teilweise. Aber es geht darum, ich finde persönlich, ich bin ja gar nicht der Typ dafür. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der da drauf steht, dass das unfassbar knackig sein muss, dass das wow und durchtrainiert. So die, weißt das deine Freundin? Ja. Zum Beispiel die liebe Celeste. Ja, alles Celeste. Die hat es halt mittlerweile übertrieben. Die sieht aus wie so ein vollgepumptes, muskelpaketiges Trainingsmonster. Und find ich persönlich ein bisschen schade. Aber zu dem Thema Mogelpackung, glaube ich, das hat es einfach schon immer gegeben und wird es auch immer geben. Wenn wir jetzt mal geschichtlich da zurückgehen, selbst, sage ich jetzt mal, früher haben sich die Leute diese weißen Perücken da aufgesetzt, die voller Flöhe und Läuse und Sonstiges waren, aber die wollten halt gut damit aussehen. Und so hat es Mogelpackungen so durch die Geschichte schon immer gegeben, weil es gab bestimmte Schönheitsideale. Manchmal war es doch dann, glaube ich, dass in den Kleidern noch so extra so Draht drin war, dass an den bestimmten Stellen es hervorgehoben war. Also diese Mogelpackungen hat es schon immer gegeben. Und ich glaube einfach, im Moment ist die Mogelpackung halt mehr oder weniger dieser Fitness-Trend. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es schlimmer geworden ist als früher, aber also ich persönlich finde auch, es ist, sie sollen es ja ruhig machen, ich belustige mich dran. Die Mädels, mit denen ich was in meinem Leben hatte, die waren nicht die Yoga-Pants, Push-Up-BH-Frauen und... Von der einen dachte er, es ist eine Frau. Also, Dolph-Stinger, die Haare gefärbt, glaube ich. Und ein Pferd, Leute, das dürft ihr nicht vergessen. Nee. Also, und drum, ich fände es auch ganz schrecklich. Also, es gibt nichts Ekelhafteres als unfassbar unsportliche Frauen. Es geht mir nicht um dass die was dran haben dürfen, aber ich finde, ganz unsportliche Frauen sind überhaupt nicht meins. Geht es hier los? Also, nein, es geht um die Mogelpackung. Ich möchte auch es was. Geht um die Mogelpackung. Ich sag auch mal ganz kurz, Sven. Ich finde das eigentlich nicht verwerflich, wenn eine Frau sich, wenn sie eben nicht den Körper hat, den sie jetzt, den Körper nicht mag, den sie hat, irgendwie kaschiert. Finde ich nicht schlimm, ist nicht für mich verwerflich. Den Begriff Mogelpackung finde ich auch ein bisschen unfair in dem Zusammenhang. Was ich nicht mag zum Beispiel, ist es, wenn man es übertreibt. Das heißt, wenn man sich sehr, sehr lange ungünstige Fingernägel
ankleht oder sehr, sehr überschminkt, soll ja eigentlich betonen und nicht alles zugleistern oder lange Wimpern ankleht. Aber davon reden wir ja. Nein, wir haben vorne Bauchweckhose gehabt. Bauchweckhose ist ganz normal ein kleines Stück heutzutage. Ja, das finde ich nicht. Geht es ja nicht darum, dass du vortäuscht, was zu sein, was du gar nicht willst? Ja. Also wenn ich an der Frau interessiert bin, dann sehe ich sie auch irgendwann später nackt oder morgens, wenn sie aufwacht. Und dann ja, aber warum ziehen sie es denn dann auf? Aber was da? Warum sieht die Frau sich in Anführungszeichen gezwungen, sowas anzuziehen, um irgendeinen Standard zu werden? Um das genau den Leuten zu gefallen, die wahrscheinlich hier am Tisch sitzen. Gut, jetzt muss ich dann weitergreifen. Ja, quasi. Dann ist es einfach nur, würde ich die Frage sogar weiterreiten, nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Männer. Ist es die Darstellung heutzutage, wie jeder sich präsentiert? Ist es einfach nur die Gesellschaft, die einfach nur noch fake möchte und das wahre Ich einfach nicht mehr akzeptiert? Wahrscheinlich ist es so, dass man durch Social Media und durch Medien allgemein so viel gut aussehende Leute sieht, die eigentlich gar nicht echt sind, dass man einfach den nacheifern möchte und einfach man möchte halt diesen Leuten nacheifern, die man anhimmelt vielleicht, und deswegen müssen alle aussehen wie Kardashian oder wie die alle heißen, keine Ahnung, und deswegen vielleicht. Entschuldigung, aber das verstehe ich nicht. Warum? Ich verstehe es wirklich nicht. Da ich keine Matratze habe und mich schminke oder so, kann ich das nicht beantworten. Also echt? Das müssen wir vielleicht jemanden fragen, der hier irgendwie so aussieht. Ich würde es einfach mal ganz fundamental darunter brechen, was du auch gesagt hast. Ich mag Frauen, die zu sich selber stehen. Die wissen, wer sie sind, was sie ausstrahlen und damit klarkommen. Ja. Wenn jemand ein über Selbstbewusst, das ist genau das richtige Wort, was daraus herkommt, was wir jetzt hier hatten mit Fake-Bildern, hast du nicht gesehen, kommt von meiner Meinung nach her von einem sehr klein Selbstbewusstsein, wo du denkst, ja, aber ganz schwierig. Lass ihn mal. Das ist halt nicht nur Frauen. Nein. Lass mal was zu Ende reden, bitte. Das ist kein Mann-Frau-Ding heutzutage, sondern das ist ein gesellschaftliches Ding, wo Menschen sich über Aussehen und Kleidung und Besitztümer und ähnliche Dinge definieren. Ja. Das ist das Ding, dass wir in einem, was wie gesagt, in einem Social Media Zeitalter vorgekaut bekommen, dass du ein gewisses Maß an Aussehen, Besitztum und ähnlichen und Kleidungsstil und ähnlichen zu erfüllen hast, sonst bist du nicht gesellschaftsfähig. Kapitalismus. Wer definiert denn, was der Standard ist? Die Gesellschaft wiederum. Ja. Das ist das Perverse, das ist dann der Teufelskreis darin. Die Öffentlichkeit. Ja, warum? Das, was man sieht. Weil wir bei einer Diskussion waren, dass es einfach nur unsexy wäre, wenn Frauen sich in Dinge kleiden, von denen sie unvorteilhaft aussehen oder irgendwas, sondern einfach eine Diskussion angefangen wurde. Frauen sehen scheiße aus in Klamotten, die sie nicht tragen können, oder allgemein, diese Klamotten sehen scheiße aus. So, er sagt denn aber, dass diese Frau sich persönlich in diesen Bekleidungen, wie auch immer, ob sie nun 3 Kilo zu viel hat oder irgendwas, sich darin nicht wohlfühlt. Oder 30, ist doch scheißegal, welche Nummer du da vorstellst. Sondern einfach, dass sie sich in dem, wie sie sich kleidet und wie sie sich gibt, wohlfühlt. Und dann ist es mir lieber, dass eine Frau von mir aus auch eine Yoga-Hose trägt und von mir aus auch 20 Kilo zu viel hat. Aber das muss ja nicht meinem Geschmack entsprechen oder irgendwas. Aber wenn diese Person sich sich selber damit wohlfühlt und sich selber im Reinen ist, super, dann ist es vollkommen okay. Außerdem, wer sind wir, dass wir das vorschreiben, genau, wie man sich kleiden muss? Wer bin ich, dass ich einer Frau sagen darf, du ziehst dich gefälligst so an, so entspricht dein körperlichen Statur deiner Kleidung. Genau das ist, was ich meinte, mit der was ich nicht verstehe. Ich persönlich habe immer Probleme mit der Gesellschaft gehabt, allgemein, dass mir gesagt wird, was man zu tun hat. Warum hat nicht jeder Mensch irgendwo das Selbstbewusstsein, das zu tun, was er möchte? Egal, was irgendwer denkt, weil du kannst es nicht jedem recht machen. Und ich fand deine Aussage gerade sehr gut. Du hast es gerade eigentlich nachher. Aber das ist ja genau das Problem der Gesellschaft, dass genau in diesen Fitnessstudios dann die Frauen
die da in ihren Yoga-Pants da hocken. Ich bin ja schon selber ein paar Jahre im Fitnessstudio mal da und da. Sieht man gar nicht. Das ist als, der als Putzmann. Da war Prüfungszeit. Das halt einfach die Frauen, die in diesen Yoga-Pants rumlaufen, die Kerle dastehen und schauen und gucken und so weiter. Und dann ist es letztendlich kein Wunder, dass genau das ja entsteht. Genau das entsteht. Ich meine, genug von uns hatten sicherlich schon mit Frauen zu tun, die genau das, ich bin im Moment so fett und so weiter. Und das ist genau. Und genau das kommt daher. Also, oder viel kommt von daher. Und wenn wir jetzt fragen, das finden wir scheiße und wir haben vielleicht die Intelligenz zu sagen und das wirklich auch dazu zu stehen, dass wir sagen, Frauen oder liebe Frauen da draußen, ihr müsst nicht so aussehen, steht zu euch, seid wie ihr seid, aber wir müssen uns bewusst sein, das ist auch wirklich genug. Aber ich rede jetzt sowohl von männlicher Richtung, warum pumpen so viele Männer, als auch Frauenrichtung, dass es so ist, dass genug da draußen gibt, die definitiv so handeln, wie ich gerade im Fitnessstudio erzählt habe. Und genau daher kommt das mehr oder weniger. Und dann kommt noch der Punkt, dass dahinter eine Industrie steht, die mit diesen Yoga-Pants, mit diesen Push-Up-Bra eine Menge Kohle verdient. Eine Menge Kohle. Und das ist auch noch ein Punkt, den du da reinbringen musst. Wenn du Geld verdienen kannst, klar, dann red den Frauen ein, sie schauen scheiße aus und sie brauchen die Bauchweckhosen. Ne? Dafür haben wir ja Fernsehsendungen wie Molle-Zeugs und so. Genau. Darf ich eine Frage stellen? Natürlich, jetzt quasi. Mal, wir sind hier in der reinen Sinnerrunde, die Weiber sitzen weiter weg. Nein. Ja, auch mal ehrlich. Jetzt, jeder von uns hat eine Freundin oder hat eine Freundin. Und ich bin so, kennt dieses Problem, wenn die Frau sagt, ich bin so dick, drum und dran. Wir kennen das alle. Jetzt mal ehrlich. In dem Moment, wenn die eigene Freundin sowas sagt, wer hat dann in dem Moment wirklich schon gedacht, ja, du hast recht? Oder, Alter, entspann dich doch mal. Meier, ich gebe dir jetzt die Frage mal in die Runde, antworten mal. Prinzipiell immer ja sagen. Nein, immer ja sagen. Nein, aber was habt ihr in dem Moment gedacht? Also ich kann es ganz klipp und klar, ganz ehrlich sagen, ich bin ein Typ, ich habe noch nie wirklich gedacht, nee, du bist wirklich zu fett oder so, noch nie. Man liebt doch den Charakter, genau, ja, man genau, liebt die Frau, ja. Natürlich, das sagt aber jetzt muss wenn es ein bisschen dicker wird, sagt man auch, es geht drum, aber es geht halt nicht immer nur um die Freundin und da muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, ich war schon genug auf der Straße unterwegs und dann nehme ich... Draußen, hä? Nein, draußen. Oh Leute, es geht nicht um die Straße, dass ich draußen auf dem Gehsteig unterwegs war. So, und... Was hast du verdient? Oh Leute, ihr dreht einem echt alles um und ich wollte eigentlich wollte ich... andersrum, eigentlich wollte ich nur sagen, dass ich mir schon oft genug gedacht habe, Keule, vielleicht solltest du echt mal ein bisschen Sport machen. So, und die Yoga-Pads, da drückt ja alles raus, sieht das scheiße aus. Also so ist es jetzt auch nicht. Bei Freundinnen habe ich das noch nie gedacht, aber es gab schon Frauen, da habe ich das gedacht. Und da bin ich aber auch die ganz ehrlich. Gehen die am Arsch. Ja klar, aber die Frauen bewegen sich in der Öffentlichkeit und die denken genau eben, ich werde angeguckt und so weiter und drum ziehen sie das halt an. So, ich glaube, wir sind eigentlich zu jedem Thema, wir haben zu dem Thema was gesagt. Ich würde jetzt gerne ein bisschen Ruhe reinbringen, sonst verstehen wir nämlich gar nichts in der Aufzeichnung mit allem anderen Quatsch. Ich würde gerne Sven sagen, ob er damit zufrieden ist mit der Antwort. Und er das letzte Wort zu der Frage. Ja, also grundsätzlich geht es mir darum, dass ich niemandem irgendwie vorschreiben möchte, wie er sich zu kleiden hat oder irgendwie. Das ist, was du gerade gesagt hast, das ist die wichtige Aussage. Er geht jetzt im Endeffekt das fragen, was er wo er sich am wohlsten fühlt drin. Aber nichtsdestotrotz möchte ich eigentlich betonen, dass es unheimlich wichtig wäre, dass in der Gesellschaft generell, gerade beim weiblichen Geschlecht, einfach viel mehr Selbstbewusstsein. Ja. Danke Sven. Ich habe noch eine Frage von Kasi hier. Kasi mag gerne die Frage selbst nochmal veräußern. Ja, das ist vielleicht ein bisschen komisch formuliert. Aber was haltet ihr von dieser Genderbewegung? Dieses, heißt es nun Student
Studierende. Was haltet ihr davon, überhaupt darüber zu reden? Ist es Schwachsinn oder ist es nötig, um unsere Gesellschaft weiter voranzubringen? Also ich würde gerne anfangen zu dem Thema, bevor Basti wieder losledert hier. Es geht bei der Genderbewegung, glaube ich, schon lange nicht mehr um Gleichberechtigung, sondern es wird maßlos übertrieben. Mir persönlich ist es egal, dass ich muss als Beispiel, ich bin in einem Beruf, ich bin Erzieher und in unseren Lehrbüchern steht meistens Erzieherin. Und ich bin auch nicht da und reg mich auf, warum dann Erzieher steht und Erzieherin. Mir ist es eigentlich egal, ob da nur Studentin oder Studierende steht. Ich finde es völlig übertrieben. Das ist so eine Political Correctness, die wir einfach gar nicht brauchen. Oder, Leo? Kann ich mich ganz, ganz viel anschließen. Es ist ja, ich will es auch ganz kurz nur, es geht ja auch in manche Richtungen, dass man manche Sachen, dass es kein Zigeunerschnitzel mehr gibt und Negerkuss und solche Geschichten. Stopp, das ist aber was anderes. Ja. Natürlich können sie sich mehr angegriffen fühlen, gerade im Punkt Negerkuss. Aber danke, dass ihr es gleich weiterführt in dem Punkt Political Correctness, gerade in der heutigen Zeit. Das sind wir ja mehr oder weniger, wenn wir das Thema ansprechen. Und ich bin derselben Meinung. Also diese, ich finde, wenn mal alle in sich gehen würden, alle, die dafür kämpfen und so, würden alle am Ende sagen, so schlimm ist es ja gar nicht. Und wir haben weitaus andere Dinge in unserem Leben. Andere Probleme im Leben oder sowas, würde ich sagen. Ob du jetzt Spieler, Spielerin oder alles Mögliche bist. Oder irgendwie Bundeskanzlerin. Bundeskanzlerin. Man kann auch Bundeskanzler sein, wenn man eine Frau muss die Bundeskanzlerin sein. Aber dann muss man auch wieder sagen, wir leben in Deutschland. Und in Deutschland, das sagt mein Paps immer so schön, in Deutschland gibt es halt eine Regel für alles. Ja. Und so wird halt auch das geklärt. Ich denke, Leute, die... Ich will ja wirklich keinem auf den Fuß reden. Vielleicht gibt es Leute, die sind da voll dahinter und dann dürfen die das auch gern. Aber die Leute haben vielleicht auch ein bisschen zu viel Zeit für andere Dinge. Oh, ich will gar nicht so böse sein. Aber wirklich, bei mir ist es dasselbe. Natürlich, eine Frau, wenn jetzt ist natürlich hier keine Frau, die würde vielleicht ein bisschen anders reden, weil natürlich ist eigentlich immer fast die männliche. Du hast zum Glück das Gegenbeispiel auch genannt, weil es oft natürlich die männliche Person ist. Aber ich würde da absolut mitgehen und ich glaube, die meisten hier am Tisch auch. Hat da noch jemand? Wo ich dann gerade, weil wir gerade dabei sind, wo du sagst, auch dieses Übertriebene, weil irgendwie hast du es gerade geschafft, dass ich fast sogar noch eins dazu fügen würde. Mir fällt dann diese gestörte, Entschuldigung, wenn ich das sage, Entschuldigung, ich entschuldige mich tausendmal, diese gestörte Person, die den Baggerführer angezeigt hat, die den Amokläufer in München beleidigt hat. Wegen Mobbing. Falls ihr wisst, was ich meine. Ich habe keine Ahnung, erklär es ganz kurz vielleicht. Ganz kurz, da war ein Baggerführer, der den Amokläufer in München vom Balkon aus angepöbelt hat. Okay. Und da hatten eine Frau aus humanistischen Gründen, weil es Mobbing war, was derjenige getan hat, angezeigt. Wobei ich sage, natürlich war es nicht korrekt in allen Worten, was derjenige gesagt hat, dieser Baggerführer, aber es würde ja das führen, wir sind so politisch korrekt geworden, dass man ja gar nichts mehr sagen darf. Nicht durcheinander bilden können wir nicht mehr. Gehe ich in die absolut selbe Richtung, dass ich sage, wenn Leute anfangen, da zu verklagen, und dann muss ich echt sagen, haben die kapiert, was da gerade in München passiert ist, frage ich mich. Wenn dann wegen sowas angezeigt wird, dann muss ich echt sagen, haben die irgendwas verstanden. Also genau das ist es. Und ich möchte eins dazu sagen, es hat nicht in München, das hatte nichts mit muslimischen Terrorismus zu tun. Überhaupt nicht. Das möchte ich hier sofort aber klarstellen. Darum geht es auch gar nicht in der eigenen Frage, ne? Ja. Einfach will noch irgendjemand zur Genderbewegung? Uli? Ich hab ihn einfach zur Information alles. Ich würde sagen, Uli und Basti, und dann schließen wir das Thema, weil es einfach auch zu großes Thema ist. Genau, wo wir gerade dabei sind. Also Gender an sich ist ja schon gut, aber solange den ganzen Worten keine Taten folgen, das heißt, dass Frauen für die gleiche Arbeit genauso viel verdienen wie Männer, ist das halt alles schöne Worte und viel mehr. Da frage ich jetzt, warum kann man es nicht einfach so machen, dass man es
einrichtet, dass Frauen genauso wichtig sind wie Männer, genauso viel verdienen. Kommen ja auch immer mehr. Aber, ey, was ist denn so wichtig, dass es an diesen Kleinigkeiten? Diese Kleinigkeiten machen genau das Problem, dass darüber diskutiert wird. Und so wie wir es jetzt hier gerade tun, wir diskutieren über Kleinigkeiten, aber das hält das Ganze groß auf. Basti, ja, Schlusswort zu der Frage von Kasi. Danke, Kasi, erstmal für die Frage. Basti, nochmal. Also, was ich eigentlich dazu sagen möchte, ist, dass mich eine generelle Diskussion über ob nun Gender, Homosexualität oder irgendwas, dass wir daraus ein Thema machen. Alleine, dass die Gesellschaft darüber diskutiert, ob das jetzt nun political correct ist oder nicht, diskutiert. Ist vollkommen. Moment, stopp, nee, warte. Stopp, ich möchte nur sagen, es ging nie um Homosexualität. Nein. Homosexualität ist völlig in Ordnung. Moment, ging nur um dieses Kasi, da hast du mich jetzt missverstanden. Es geht darum, dass die Gesellschaft darüber auch diskutieren muss, dass wir überhaupt ein Thema draus machen, in der breiten Masse darüber diskutieren müssen, sondern einfach als eine Normalität irgendwo akzeptieren können, sondern dass wir einfach sagen, es ist okay. Aber genauso musst du es aus der anderen Richtung sehen, dass Leute wie, was wir jetzt ganz groß irgendwann letztes Jahr oder dieses Jahr durch die Medien gegangen ist, mit dem Vater, beziehungsweise jetzt nicht mehr Mann, von Kim Kardashian zum Beispiel in den USA durch die Medien gegangen ist, dass wir dass diese Person daraus ein Thema macht. Das betrifft aber nicht die Frage. Doch, nein. Doch, es geht nein. Ja. Nein. Es geht rein um das Öffentliche, um diese Grammatik, die Karl hat das alles. Ja, aber das umfasst ja noch viel mehr als nur Grammatik. Ja, aber wenn wir jetzt alles umfassen. Wenn wir jetzt darüber reden, dann würden wir noch Stunden reden. Ja, natürlich. Dann verpassen wir den Summerslam. Genau, und das wollen wir nicht. Jetzt mal, und dann breche ich jetzt runter und sage. Warum machen wir überhaupt ein Thema draus? Es sollte normal sein. Weil ich die Fragen nicht stelle. Nein, es sollte ja. Nein. Also ich meine, nein. Moment, warum macht die Gesellschaft ein Thema draus? Das meine ich. Du kommst genau in den Punkt, auf den ich nämlich jetzt mit dieser Frage hinaus wollte. Entschuldigung, Willi, ich weiß, er hatte das letzte Wort, aber jetzt muss ich einfach unterbrechen. Genau darum geht es mir. Diese politische Korrektheit. Warum viele Hörer, das muss ich jetzt hier mal so sagen, haben mit Marcel zum Beispiel mit seinen Aussagen ein Problem. Okay, ich sage ganz ehrlich, es gibt Menschen, die sagen einfach direkt, was sie denken, ihm außen vor genommen. Ich sage grundsätzlich, was ich denke. Manchmal trete ich damit Leuten auf die Füße, natürlich. Aber wenn wir darüber reden, als Menschen, ohne immer unsere Barrieren im Kopf zu haben, dann ist es doch nicht wichtig, ob ich über eine Frau als Studentin rede, oder als Ärztin, was sie nun mal ist. Oder über einen Student. Es sollte nicht mehr heißen. Es sollte doch nicht wichtig sein, ob wir nun politisch korrekt sind. Gerade diese politische Korrektheit blockiert uns doch. Darum, das ist ja das, was. Es geht aber nur um das Thema, was Kasi gemacht hat. Das ja, haben wir ja jetzt auch. Alles, was Sexualität betrifft, wollten wir gar nicht reinbringen, glaube ich. Ich verstehe, was ich einfach nur damit sagen wollte, da habe ich das halt ein bisschen zu weit ausgeführt, das Thema. Einfach nur sagen, scheiß doch drauf, es sollte einfach normal sein. Es sollte einfach normal sein, dass wir nicht extra Worte für irgendetwas erfinden müssen, was einfach nur ein Stück Normalität der Gesellschaft sein sollte. Deswegen habe ich das so weit ausgeführt. Das war sehr gut. Nee, nochmal hier ein Cut. Das war nämlich sehr gut formuliert. Ja, gut, Tavi. Das war sehr gut formuliert. Es sollte einfach normal sein. Wir sollten nicht. Und das ist dieses Schubladen-Denken, Schwarz-Weiß-Denken. Schwarz-Weiß-Denken, genau das wollte ich gerade sagen. Dieses einfach. Jeder hat ein anderes Leben. Jeder hat ein anderes Leben geführt. Wenn man sich alles komplett anguckt, ergibt etwas ein Bild. Und wenn man dieses komplette Bild sich anguckt, dann kann man vielleicht auch mal Denkweisen verstehen, die man selber nie erlebt hat, aber wenn man das komplette Bild sich anguckt, dann doch verstehen, warum dieser Mensch vielleicht so denkt oder redet. Danke. Das lassen wir so stehen. Ich habe noch die letzte Frage und die wird gestellt vom Team. Von Tor 133 aus der Torstraße 133, in der Bar, in der wir heute wieder mal gastieren können. Wieder mal gastieren können wir letztes Jahr. Und zwar das Team Steffi, Murray und Balu haben die Frage gestellt und die geht an alle. Ganz kurz, nur ein Wort, nicht lange ausschweifen und die geht nach dem Lieblingsbier. Was war das denn? Wir machen weiter. Es geht nach dem Lieblingsbier. Okay?
Leo und ich haben das letzte Wort, würde ich sagen. Ich gebe einfach das Mikro rum. Einfach nur einen Satz oder ein Wort, nicht lange ausschweigen. Der Basti fängt an mit dem Lieblingsbier. Ganz simple Frage. Herrenhäuser! Mönchshof Original! Tegernsier! Jim Beam! Das ist kein Bier. Lieblingsbier Jim Beam! Halb Liter ist das Beste! Holsten knallt am dollsten! Paulaner! Putthaus! Sternburg! Lieber Willi, das ist leider eine Frage, die kann ich nicht so schnell beantworten. Mönchshof überragend, Tegernseher überragend, dann nehme ich noch das Nordbräu-Pils und das ist einfach der Wahnsinn. Das war aber nicht ein Wort. Ich mache simpel und kurz, ich stehe auf Guinness. Das bleibt auch so. Ich würde sagen, wir haben eine lustige Runde heute gehabt. Wir haben viele Leute zu Wort kommen lassen. Auch viele, die öfter mal zu Wort kommen bei uns, aber wir haben ganz viele Fragen gehabt. Danke an die Fragenrunde, danke an die vielen Antworten. Ich für meinen Teil freue mich auf den SummerSlam jetzt. Ich fange an. Leo, ich verabschiede mich mal einfach jetzt aus meiner Stelle. Danke an euch alle. Danke an das Team von Tor 133, dass wir wieder hier da sein dürfen und ein bisschen feiern dürfen. Und Leo, du hast das Schlusswort. Der zweite Teil unserer Podcast-Reihe zum Sommerfest 2016 ist damit abgeschlossen. Ich fand auch, war eine tolle Runde, die beiden Formate kannst du einfach gut bringen am Sommerfest. Ich fand's toll, weil es kribbelt einfach was ist. Da kann jeder mitreden, da kann jeder Spaß haben. Also, ich würde sagen, Willi, wir machen den Deckel drauf. Mach den doch mal drauf, Leo. Und wir verabschieden uns hier und heute und bis zum Sommerfest 2017. Tschüss. Ciao. Macht's gut. Das war doch gut. Matze.